Tiefsten Punkt, der Hügel aus dem Boden ragt. Auf dem Hügel ein aus riesigen schwarzen verbrannten Steinblöcken gebautes Gebäude mit einer goldenen Kuppel, mit vier Türmen, die jeder von einem goldenen Adler geziert sind, die Kathedrale. Und um den Berg der Kathedrale Unmengen von Zelten, Unterkünfte für hunderte Menschen. Zelte, kleine Blechverschläge, Windschutz. Einige Gebäude ragen raus. Ein zweistöckiges Haus, was so ein zusammengenageltes Gasthaus ist. Und so ein imperialer Fertigbaubunker, der das Kloster genannt wird. Ein paar Generatorenhäuser und Werkstätten. Und im hinteren Teil das Kriegerlager mit den großen Jurten. Und mit diesem eingezäunten Bereich, wo diese starksigen, riesigen Hunde drin sind. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Oder vor kurzem aufgegangen. Es ist morgen. Und die Szene, die sich jetzt darbietet, ist von Hektik nur so erfüllt. Alles ist voll mit sich aus der Kathedrale entleerenden Menschen, die in alle Richtungen strömen. Die Alarmsirene ist eine alte Fliegeralarm- oder Feuerwehrsirene, an der jemand, der auf der Mauer steht, die Mauer, die diesen ganzen Ort umgibt, ist eine aus Blechschotts, Stahlträgern und Schrott und vielleicht auch ein bisschen versteinertem Holz zusammengehauene wilde Schrottwand, die so einen kleinen Wehrgang dahinter hat, wo man dieses gesamte Gelände einmal komplett umgehen könnte. Ihr erinnert euch an die drei Tore, die von hier rausführen. Auch nur riesige improvisierte Stahlträger, groß wie Eisenbahnschienen, die dann so aufgezogen werden. Und dass die überhaupt nicht durchhängen und sind da so Ketten und Stahlseile dran. Und da sind jeweils zwei so kleinere erhöhte Wachtürme links und rechts. Also auch nur vielleicht einen Meter höher als der Rest, aber alles nicht so gut befestigt. Auf den Wehrgängen waren immer ein paar Leute, die Wache gehalten haben und sich umgeschaut haben. Und während dieser feierlichen Stunde waren es, glaube ich, ein halbes Dutzend, die nicht mit drin waren, sondern auf den Wehrgängen Wache gehalten haben. Einer von denen steht jetzt und dreht wie wild an der Sirene. Die Staubwolke nähert sich mit großer Geschwindigkeit und das Letzte, was ihr wahrnehmt oder wahrnahmt, ist der Moment, kurz bevor sich diese gewaltige Menge Stahl gegen dieses Haupttor, nach Westen gerichtete Haupttor, dieses Bauwerk schmeißt. Es gibt ein gewaltiges Jaulen von Stahl, was in unglaublicher Macht verbogen wird. Funken sprühen. Es dauert noch etliche Meter, bis das Fahrzeug tatsächlich zum Stehen kommt. Um die Reifen hat sich der Stacheldraht, der die Mauer befestigen sollte, komplett einmal umgewickelt. Jaulen, jaulen, kreischen, quietschen und die Torflügel werden vollends verformt, sodass kaum noch etwas übrig ist. Sodass nichts mehr übrig ist. Ich blende euch ein Bild ein.
In dem Moment fallen von dem Aufprall alleine etliche Gestalten von diesem Fahrzeug runter und werden runtergeschleudert. Die Staubwolke, die mit so großer Geschwindigkeit anrast, hält nicht an und überschwemmt das Fahrzeug und im nächsten Moment seht ihr nichts mehr. Das Einzige, was ihr noch wahrnehmt, ist, als diese Staubwolke über dieses gesamte zerstörte Tor rüber wischt wie eine Welle. Das Einzige, was ihr noch wahrnehmt, ist, dass das Motorengeräusch noch nicht aufhört und jetzt in diesem Nebel, in diesem Bereich, in dem ihr nichts zu sehen vermögt, die Motoren aufheulen und anfangen, sich hinter dieser Staubbarriere, Staubwand zu bewegen, sodass es klingt, als würden sie dieses Motorengeräusch würde sich nach links und rechts von diesem Aufprallort entfernen. Der Mann an der Sirene lässt die Sirene stehen und die Sirene schlägt noch allein durch die Wucht des Schwungrads einige Umdrehungen nach. Schreie ertönen im Lager und ich werde es mal richtig retro machen. Als es paint. Das ist die Karte von dem Ort ungefähr und die große gewaltige Staubwolke hat sich genau an dieser Stelle hier angefangen zu verbreiten. Und wischt wie eine gewaltige Flut aus Sand hier jetzt in dem Bereich, könnt ihr nichts sehen, in diese Ortschaft rein. Die tatsächliche Position, an der ihr euch befindet, ist hier oben am Ausgang. Der Ausgang ist da. Und ihr seid gerade auf dem Kathedralenhügel und wolltet euch verteilen, als ihr schon zur Seite rauschen musstet, weil Koske und seine Krieger rausgestürmt sind und sich angefangen haben, den Berg runter zu rennen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo es drauf ankommt, wie schnell ihr handeln könnt. Und darum schlage ich vor, wir würfeln als erstes eine Initiative. Halt, als zweites. Als erstes dürft ihr jetzt erstmal kurz sagen, wo ihr seid und wie ihr aussieht, damit alle, die es noch nie gehört haben, es auch wissen. Dann fangen wir an mit Fiela, denn die war die erste von euch, die rausgestürmt ist. Also ich stehe vorne am Eingang, direkt an der Tür. Und ich bin natürlich, als ich den Lärm höre, weiter zur Tür raus, um zu schauen, was da los ist. Ich bin ungefähr 1,60 groß, drahtig, braune Haare, braune Augen, recht jung. 1,22 geschätzt und wiegt 50 Kilo. Sieht ungefähr so aus, nur ein bisschen kleiner, drahtiger. Du bist in dem kurzen Moment, bevor diese Woge aus mitgewirbelten und aufgeschobenem Sand, ja, das Ganze, die ganze Sicht komplett nimmt, bist du wahrscheinlich sogar für einen kurzen Moment zu sehen, weil du dich doch ein bisschen von den Pilgern abhebst. Wer von euch ist der Nächste, der aus dem Eingang stürmt? Ich stürme gerade aus dem Eingang raus. Während du dir noch einen Überblick verschaffst, ist der Nächste, den nicht ich beschreibe,
Nilfin. Nilfin trat als letztes der Gruppe aus der Tür, weil er den weitesten Weg hatte. Sturmgewehr am Anschlag. Lang, schlaksig, fast ein bisschen zu schlaksig. Dunkle Haare, hinten zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Armer Plastmantel, mehr sieht man ihn nicht von ihm. Die Gestalten, die wie eine Flut aus der Kathedrale schwemmen und teilweise bewaffnet sind, sich auch durchaus kampferprobt am Eingang verteilen und auf dem Berg in Stellung gehen, teilweise aber nicht bewaffnet sind und jetzt versuchen, den Hauptweg zu nehmen oder einen anderen und wild diesen Hang runter stolpern, denn es ist doch recht steil, wenn man zur Kathedrale hochgeht, diese Stelle, wo es hier außen rum geht, und versuchen, zu ihren Zelten zu kommen und ihre Waffen zu holen. Eine Flut, die zusammengewürfelter nicht sein könnte. Menschen von unterschiedlichsten Hautfarben, die meisten mit Kleidern, die schon seit Monaten geflickt, gewaschen, ausgeblichen, von der Sonne wieder mit Staub befleckt, durchgeschwitzt wurden, geben eine wilde Wischfarbe von Abwassergrau, die diese Leute eigentlich fast zu einer Masse macht, denn sie sind mit der Zeit alle zu dem Schieferstaub geworden, der hier das ganze Tal bedeckt. Und auch wenn da Gesichter unterschiedlichster Hautfarben eben rausgucken, große wie kleine, Frauen, alte Leute, Kinder, ein paar Geistliche sind dabei, die hier und da zwischen den Pilgern oder zwischen den diesen einfach Gewandeten umhergehen. Und ungefähr ein Viertel von allen Leuten hat auffällige blaue Tätowierungen im Gesicht von Flammenmustern. Auf den nackten Armen oftmals auch blaue Flammentätowierungen. Und dann ertönt ein nahezu grausiges Heulen aus dieser wilden Wolke von Sand, Staub und auch schlichtweg Ruß und Asche, die mitkommt von aus irgendwelchen Abgasrohren gespuckt und sich hier so richtig in diesen Bereich rein ergießt. Und die ersten Zelte komplett verbirgt. Dann kommt jetzt der Part und ihr würfelt eure Initiative. Ihr nehmt den W10, Verzeihung, diesen Würfel hier. Den schmeißt ihr. Da zählt ihr eure Gewandtheit mit drauf. Ja, war doch immer schmeißen. Ist ein bisschen her, ja. Mhm. Gewandtheit, ah ja. Der Gewandtheitsbonus, ja? Das ist die 10er Stelle. Was? Ja. Oh, das sind 10. Super. Mann, ich hab schon gut gehört. Jeder aus euren Karten die hier raus, die braucht ihr nämlich nicht. Da steht Kraft fokussieren drauf. Ja, das können wir nicht. Worauf muss ich nochmal würfeln? Sag nochmal, Gewandtheit. Du nimmst den W10 hier, ja, und dann zählst du den Gewandtheit-Bonus drauf. Das ist die 10er Stelle von deinem Wert Gewandtheit. Das wird dir wahrscheinlich mit 3. Mhm. Nein, ich meine Initiative. Ach, jetzt da. Gut, dann nehmt ihr diese Kärtchen, gebt ihr sie mir. Achso, was für eine? Die, wo Kraft fokussieren draufsteht. Jeder hat seine Farbe. Ich bin Pergament. Ich habe eine. Hast du bestimmt. Das ist schon besser. Sag ich doch. Ich habe keinen gläsernen Blick. So, wer hat denn mehr als 9? Ach, mehr als 9 habe ich nicht. List. Dann fangen wir an mit Kraja. Die hat die 13, darum packe ich dich jetzt hier rein, du weißt. Achso, ich auch. Ich habe auch 13. Wer von euch hat denn den höheren Gewandtheitswert? Jetzt, der geht um den ganzen Wert, nicht nur um die 10er Stelle. Ich habe 43. Dann bist du vorne mit deiner. Nein, ich habe eine 9.
Großer ist deins, gell? Wir haben eine große neue Tasche, ne? Dann habe ich die 9. Das bin ich dann der nächste dran. Und dann 13. Richtig? Also ich habe 7. Dann kommst du. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe 6. 4 und 3. Passt nicht. Das ist jetzt einfach nur der Platzhalter dafür, dass ihr ungefähr die Initiative sehen könnt. Der Erste, der reagieren kann, der irgendwie sich fasst, sich sammelt und losspurten kann, ist unsere Viela. Viela aka Rampensau. Bevor ich losspurte, schaue ich nach meinen beiden Gefährten und wenn ich sie entdecke, pfeife ich. Ja. Ich pfeife laut. Viela kann pfeifen? Ja. Dann dürfen die anderen, um sie in der Masse jetzt ausfindig zu machen, du magst dich jetzt gleich auf dich aufmerksam machen. Ja, ich pfeife laut und schreie. Dann dürft ihr jetzt jeder einen Wurf machen, der ist routiniert, weil ihr nicht so weit voneinander entfernt steht. Und dann werdet ihr aufmerksam. Routiniert ist plus 20 und die Fähigkeit ist Aufmerksamkeit und es geht auf Gehör basierend, wenn es für irgendjemand eine Bedeutung spielt. Die Wahrnehmung plus 20. Wenn ihr Aufmerksamkeit erlernt habt, weiß ich ja nicht. Bis Wahrnehmung plus 20. Hast du ein Kreuzchen bei Aufmerksamkeit? Moment, also ich muss besser sein als meine Wahrnehmung. Und das sogar, wenn ich noch 20 habe. Das ist eine Grundfertigkeit. Ja? Ja? Du hast Aufmerksamkeit erlernt, darum darfst du den vollen Wahrnehmungswert benutzen. Das ist bei dir eine 29. Ja. Jetzt zählst du 20 drauf, jetzt bist du bei 49. Ja. Und da muss ich drunter kommen. Ja, ja, locker. Ausnahmsweise mal. Ja. Ganz erstaunt. Wie sieht es bei den anderen aus? Okay. Okay. Wenigstens Nilfin wird aufmerksam. Ja. Die Kuh. Und Gaia überhört sowohl dein Schreien als auch dein Pfeifen. Ganz super. Kannst du dir schnell die Ohren zuhalten, dann kriegst du jetzt wirklich nicht mit. Hast du Gaia gesehen? Wo ist die? Ich hab keine Ahnung. Sie ist doch mit dir raus. Ich bin okay. Mit dir raus. Was tust du? Ich suche mir eine gute Position, in der ich erstmal die Übersicht gewinne. Das heißt, dass ich mit dem Rennen. Nein. Du bleibst eher mal hier oben. Genau. Vielleicht ein bisschen abseits vom Weg, wo alle runterströmen, damit du einen guten Blick hast. Ich renne doch nicht da in den Staub rein. Okay. Aber rechts oder links? Mensch. Ja, rechts oder links, aber nicht in den Staub rein. Jetzt ist Gaia dran. Ja nichts. Ja. Jetzt ist Gaia dran. So, du hast keine Ahnung. Was tust du? Ich schaue mich um und gucke, ob ich die anderen irgendwo sehe. Und in wenn sie ich nicht. Sie nicht sehe, versuche ich... Nur Menschen, der, Menschen, Menschen. In der Nähe des Ausgangs, aber so seitlich... Hierhin? Ja. Okay. Du kannst dich ohne Probleme aus dieser Menschentraube bewegen, denn der Strom schwillt jetzt erst recht an. Ihr wart ja eine der Ersten, die rausgekommen sind. Das heißt, ihr habt noch kurz Zeit, zur Seite zu strömen. Die Leute sind durchaus kampferprobt. Und man merkt, dass die nicht in Panik verfallen. Während du genau an diese Stelle dich bewegst, merkst du, dass du direkt hinter einer Pilgerin hinterher stolperst. Und dann fällt dir im zweiten Moment auf, dass es tatsächlich Viela ist, die sich an die gleiche Position verschoben hat. Und ihr plötzlich nebeneinander steht. Ah, da bist du ja. Ja gut, dass ihr gleich gefunden habt. Hast du mal fast gesagt? Motoren heulen auf. Und plötzlich sieht man einen Blitz aus dieser Staubwolke rauszischen. Linke Hand. Und auf einer schlanken, ramponierten, zweirädrigen Maschine jagt ein in verhüllte Gewänder gehüllter Fremder um diese Mauer dieser Ortschaft. Er hat an seinem Motorrad hinten lange Speere dran, auf den Schädel und Trophäen spießen und zieht wiederum so eine Staubwolke hinter sich her, als er hier so lang ragt und sich so in Richtung des südlichen Tores bewegt. Und an der Nordseite kommt ein aus dem Staub aus dem Inneren hier, ungefähr von der Position, ein unglaubliches Motorengeheul, wie von jemand, der versucht, mit dem Rasenmäher eine Treppe hochzufahren. Hochgejault, hochtouriges Motorengeheul. Aus dem Inneren dieser Wolke ertönt ein wildes Geschrei. Schüsse fallen. Knallen. Auch Schnellfeuer.
Wir müssen uns in eine sichere Position begeben. Aber unkoordiniert in den Himmel irgendwo raus. Wenn ihr nicht seht, der sieht euch normalerweise auch nicht. Die Mitte ist. Nächster! Du! Was willst du machen? Wela hat mit dir geredet und ist rausgerannt. Aus dem Menschenstrom. Ich stelle dir die Frage, links oder rechts? Mitte ist blöd. Sie geht nach rechts. Du gehst schon nach rechts? Ja, hat sie schon gemacht. Sie war ja schon schneller als du. Dann hinterher, ja. Schubsen, weiter geht's. Ja, nach kürzester Zeit purzelst du auch mit Greia zusammen. Und ihr seid alle hier oben an der Position. Hier. Super Position. Sie sind ja ganz stolz auf ihre Crew. Ja. Das, was man da drumherum sieht, ist das eine Befestigung oder ist das der Berg? Das ist der Berg, das ist der Hang. Kommen wir zu dir. Du kennst deine Situation gut. Du rennst gerade aus dem Nebel und schießt mit deinem Gewehr auf Pilger. Nee. Genau. Das war gerade meine Erwartungshaltung. Nee, du kennst deine Situation gut, darum muss ich sie nicht beschreiben. Das ist schöner. Ja. Du hörst genau das Gleiche. Du siehst auch nichts, weil es einfach dicht ist. Ja. Und du hörst wieder das wilde Gekicher und dann ein Drehen eines Zahnradgetriebes hinter dir, ja? Es ist so richtig knack, 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 knack. Und das hörst du so aus dem Ohr und du denkst dir, du kannst dir vielleicht überlegen, ja, das... Vielleicht hast du einen schnellen Wurf auf Allgemeinbildung Krieg. Der ist jetzt allerdings anspruchsvoll mit plus minus null. Und wenn du den schaffst, hast du Krieg jetzt inzwischen erlernt? Grund. Grundfertigkeit, ja. Da musst du es halbieren. Moment. Ja, der Wurf ist... Doch, der ist, ja. Nee. Nee. Dann kannst du dir denken, was es ist, aber sagen werde ich es dir nicht, was da diese Zahnradgeräusche macht. Und in dem schlechten Licht, gerade so die Feuerschalen, aber die verlieren auch gerade enorm Licht, weil dieser ganze Staub noch rüberzischt und auch viel von diesem Schieferzeug einfach sich drauflegt wie Schnee, siehst du, dass jemand an dir vorbei eilt. Zwei Gestalten in diesem riesigen Nebel. Du kannst einen halben Meter, einen Meter weit sehen und die eilen an dir vorbei und tragen was Großes nach vorne, da wo der Aufprall war. Dich hat es ziemlich gewirbelt bei dieser ganzen Aktion und du hast Glück, dass du, sag ich mal, recht gut gepolstert bist. Denn sonst hättest du wahrscheinlich den Kopf abgetrennt oder so, gell? Was willst du machen? Beten. Okay. Du fängst an zu beten, aber leider kann dich niemand hören. Ja. Und dann machen wir mit der nächsten Runde weiter. Das ist Vela. Der Motorradfahrer, sehe ich den noch? Du siehst den Motorradfahrer und der ist wirklich mit so einer Cross-Gelände-Naked-Bike-Maschine mit so ganz dicken, riesigen Reifen, der kommt hier durch den Sand und durch dieses Zeug gut durch. Auf die andere Seite, der versucht praktisch zum anderen Tor zu kommen, sehe ich das recht? Sieh, wenn du hier guckst, gibt es drei Tore und das vierte, die vierte ist, da beginnt diese Felswand oder sag ich mal, da beginnt der Hang. Denn es ist ja in so einem Halbkreis von Bergen umgeben. Genau. Und das hier ist jetzt Richtung Ödland, wo das herkam, wo dieser Staub herkam. Und er bewegt sich jetzt zum Süden, zum Südtor. Das Südtor und das Nordtor, die zeigen jeder auf einen Gipfel zu. Mhm. Weil es ist ja so ein Pass, der hinter dieser Ortschaft ist. Und links und rechts sind zwei Gipfel, die das Ganze quasi dann so eingerahmen wie ein Kragen. Genau. Danke. Sieht so aus, als würde er dahin. Habe ich eine Chance, den mit meiner Pistole zu erwischen? Wenn ich jetzt versuche, mir die Distanz mal auszumalen. Wir laufen nach Norden, in kürzester Zeit ist der Tempel dazwischen. Du kannst ja jetzt mit ihr keine theoretischen Debatten über was sie kann und was sie nicht kann führen. Also Reichweite sind bei mir 40 Meter, nee, 20 Meter. Das ist ja ein schön aufgelöstes Bild, da sieht man ja gar nichts drauf. Also von dir bis zu dem sind es wahrscheinlich um die 100 oder mehr. Was? Mist. Okay, klappt von eurer Vorstellung auch, wie lang hier diese Kette aus Festival-Campern ist. Hä? Um die 100 Meter. Kannst ihn gut sehen, weil er halt diese Barrikade hinter sich herzieht, diesen Staub hinter sich herzieht und weil diese ganze Mauer eine Gesamthöhe von vielleicht 2,50 Meter hat. Und immer mal wieder ist ein Loch drin, ist eine Schießscharte drin und da jagt er raus. Okay, ich rufe den beiden zu. Wir müssen den Motorradfahrer erwischen
und laufe links, sodass ich den Abstand verkürze, dass ich ihn, lass mich mal gucken, und ziehe mein Jagdgewehr bei 150 Meter Reichweite, damit müsste ich ihn kriegen. Genau. Hast du schnell ziehen? Nee, da waren sie wieder. Was ich wieder für Fragen stelle, gell? Das ist doch eine Handschrift, die verhindert, dass ich irgendwas lesen kann. Schnell ziehen habe ich nicht. Gut, dann ziehst du dein Gewehr, musst es erstmal um dich rumkrabbeln, ja. Machst deine paar Schritte, die du als halbe Aktion noch übrig hast und bist schon im Strom der Menschen drin. Ah nee, stopp. Wie ist es mit Wurfwaffen? Die gehen nicht 100 Meter. Die gehen nicht 100 Meter, gar. Die meisten nicht. Ach Mist. Warum habe ich nicht schnell ziehen? Deine Entscheidung hast du schon getroffen. Ja, ich weiß. Schade. Und du kommst durch den Menschenstrom eh kaum durch. Du bist jetzt so wieder am Rand vom Strom und merkst, wie die an dir vorbei eilen. Dann ist schon der nächste dran und das ist die Greia. Du siehst, was sie tut. Ich kann nicht schnell ziehen. Mein Gewehr hängt hier, Trageriemen, ich erwürge mich halt. Aber da ist es. Weiter geht's. Hast du schnell ziehen? Ja. Was Alter, tust du? Ich bin fertig. Ich hab kein Gewehr, so weit. Irgendwas ist immer. Nee. Du musst jetzt trotzdem eine Entscheidung treffen, denn der Kampf eilt an dir vorbei. 3, 2, 1. Zieh die Waffe und wenn ihr hinterher so weiterkommt. Ja, du kommst tatsächlich, weil du in deinen Tätigkeiten als Sicherheits-, Vertrauensfrau, Beamtin, zack, Griff zur Waffe, los geht's und stürmst in die Menschenmenge. Kommst dann hier vorbei, merkst auch, dass die Menschenmenge dich enorm aufhält, weil die drücken alle von links, um ihre Kathedrale zu verteidigen. Und du musst den Gewandtheitswurf machen, sonst flederst dich hin. Schaffst du. Habt ihr jetzt umgedreht? Jo, wir sind auf die andere Seite. Hör halt mal zu! Echt, ne, Film. Das schaffst du. Yes! Okay, du rennst mit deinem anspruchsvollen Gewandtheitswurf durch die Menschenmenge durch, trickst hier einem deine Hand ins Gesicht, gibst hier einen Ellbogen, machst hier einen Ausweichschritt und bist durch. Und bist jetzt hier auf der anderen Seite. Ich mach hier einen kleinen Spot hin. So ein Kreideschritt. Da. Ja? Und bist jetzt am Strom vorbei, stehst auf der anderen Seite neben dem Kirchenportal, kannst dich rausdrücken. Die Leute kommen wieder. Und da kannst du jetzt, vielleicht hast du durch deine erhöhte Position sogar eine gute Schusslinie. Welche Waffe hast du denn gezogen? Ich habe die quasi. Also das ist eine traurige Geschichte. Ja echt, ich müsste meine Waffe meine Repetierschrot hintergezogen. Ja. Okay, der Nachteil an diesen Schrotwaffen ist, dass die auf ganz kurze Entfernung ultra gefährlich sind, aber Greia weiß auch. Ja, das ist nichts anderes. Alles über 30 Meter, da fliegen diese kleinen Kügelchen halt mit sehr wenig Energie. Die klopfen nur noch an. Hättest einfach mehr in deiner Gut, die Aktion ist gelaufen. Machen wir da weiter, wo es lustig wird. Es verzieht sich ein bisschen hier vorne dieser Nebel und Staub. Yeah. Es kommt wieder dieses hochtourige Rauschen. Und genau an dieser Stelle hier, die ich jetzt wunderschön markiere, also von der Kathedrale aus gesehen, leicht rechts von dem Nebel, kommt ein bisschen Scheinwerferlicht aus diesem Dunkel. Ja. Und Rocket. Ja. Und gleichzeitig ja, jagt diese Motorrad. Kriegen wir. Und man merkt immer wieder, wie er mit dem Rad über eine Bodenwelle kommt. Ja. Aber der ist ein guter Crossroad-Fahrer und kommt ein Stück weiter. Und dann so, dass er vielleicht noch mal so lange, in den nächsten 5 Sekunden ist er bei diesem Tor, ja? Dann siehst du, was niemand anders sieht, es wird ein bisschen lichter, du kannst jetzt so 1,5-2 Meter gucken, also diese beiden Gestalten, die an dir vorbeigeeilt sind, die und fangen an, sind stehen geblieben, sodass du immer mehr von ihnen siehst, immer mehr Staub legt sich und fangen an, das große Ding, was sie geschleppt haben jetzt, zwischen diesen beiden Feuerschalen, die ein bisschen höher brennen, auf den Bug zu stützen. Und es ist sowas von der Länge ungefähr, mit irgendwie einem langen Seil dran oder gar einem Munitionsgurt. Und die geifern dabei. Jetzt schneller, schneller, ja,
Sie werden alle brennen. Und hinter dir hörst du klack, 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 tschink. Und dann hört es auf zu klackern. Und im nächsten Moment hörst du, wie Schnappverschlüsse aufgehen. Was ist das? Schnapp, schnapp. Ihr werdet im heiligen Feuer verbrennen. Und dann ist nichts mehr, was du sehen kannst. Aber aus dieser Rauchwolke kommen jetzt noch mehr Schüsse. Durch die Zelte jagen ein paar Schüsse. Irgendwo fällt ein Pilger um mit so einem zufälligen Kopftreffer oder Halsschuss. Aber so gezielt kommt noch nichts. Und die Staubwolke legt sich langsam. Ist in dem Bereich hier. Was ist denn das Schwarze da? Das Schwarze? Ja. Das hier? Ja. Ist, wenn man von der Kathedrale den Berg runter geht, das sogenannte Kloster. Da hat euch der Abt zum ersten Mal empfangen. Das ist so ein imperialer Fertigbaubunker. Das hier ist das Gasthaus mit der Veranda. Das hier unten sind die Werkstätten und Generatorenhäuser. Und das hier hinten ist, das, ist dieser eingezäunte Bereich mit den großen Hunden. Avi-Hunde. Avi-Hunde? Ja, klar. Werkstatt, Generatorenhaus, Kloster, Gasthaus, Hunde, Kathedrale. Gut. Ja, wunderbar. Dann ist meine Aktion soweit durch. Kommt jetzt noch nichts Konkretes. Kommt als nächstes Grün. Das ist Nilfin. Seid ihr verrückt, er ist einfach umzudrehen. Ich springe ausnahmsweise mal nichts hinterher, sondern ich versuche herauszufinden, woher dieses Motorengeräusch kam. Ich habe meine zwei Scheinwerfer. Dieser nebeneinander. Das Motorengeräusch. Genau, mit den Nur, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Genau. Ich habe mein Sturmgewehr ja schon in der Hand. Ja, hast du? 100 Meter komme ich damit leider auch nicht weit. Doch, deutlich. Die Grundreichweite ist nicht die maximale Reichweite. Verstehe. Die Kampfentfernung von so einem Sturmgewehr, ich sag mal 500 Meter. Auf alle Fälle bringe ich mich mal in Position, einigermaßen den Kopf einziehen. Was heißt, du bringst dich in Position? Ziel vorbereiten, wie auch immer du das dann nennen möchtest. Ich fange mal an, auf diese Scheinwerfer zu zielen. Auf dieses. Was heißt, du bringst dich in Position, Kopf einziehen? Du musst dir, sag mal, wie du, was du jetzt so, ich sag dir mal, was... Ich stürme noch ein Stück weiter, bis ich wenigstens neben die Säule komme. Also du möchtest hier dorthin, hin? Genau. Ja. Und lege mich dorthin, Kopf runter. Legst dich hin. Leg mich hin. Okay, pass auf. Gewehr nach vorne. Da hinten hinspringen schaffst du mit einem Satz und dich hinlegen ist dann in dem Fall noch eine freie Aktion. Okay. Weil du am Ende von deinem Rennen dich einfach mal fallen lässt und dich abfängst mit den Armen. Wenn du das machst, wirst du deine Waffe aufstützen können. Sobald du das machst, sobald du die Waffe aufgestützt hast, kannst du deine nächste Runde beginnen. Verdoppelst du deine Grundreichweite. Das für alle Sachen. Das steht in meinen Hausregeln drin. Und damit bist du automatisch schlechter zu treffen, weil du liegst. Okay? Du bist jetzt hier und bringst dich in Position. Ich würde über zwei Scheinwerfer muss ich zweimal schießen. Ich glaube, du bist ein bisschen öfter schießen. So, Rambo. Hingeschmissen, du bist schon mal im toten Winkel und kannst jetzt kaum noch getroffen werden, bis du deinen Kopf raussteckst. Nächster, der dran ist, bist du. Mhm. Und du bist gerade am Beten. Ja. Klar, ich meine, sehr viel mehr kann ich eh gerade nicht machen, körperlich. Mhm. Ich glaube, mir wird langsam bewusst, wo ich, wie, in was für einer Situation ich mich befinde. Und ich versuche gerade einfach mal zu rufen, aber ich weiß, dass es nicht klappen wird. Ja, Widerstandswurf, aber es hört eh keiner. Es wird nicht klappen. Es wird, bis jetzt an dieser Stelle hört es keiner, darum kriegst du gerade nur ein heiseres Krächzen raus. Also ich pfeife. Und dann? Ja. Ich gebe dir noch ein Gimmick. Das habe ich gestern noch fertig gemacht und habe ich extra gestern Nacht noch für dich gebaut. Und das solltest du dir mal gut durchlesen. Denn tatsächlich ist es so, dass du einen Bonus kriegst auf alle stärkebasierten Aktionen. Und du könntest, wenn du es richtig gut anstellst, sogar den Draht zerreißen. Aber ich bin ziemlich fertig. Aber du, nur dass du dir vorstellen kannst, mit dieser Verstärkung ist es möglich. Mhm. Auch wenn es immer noch sehr schwer ist, ja? Mhm. Okay. Du
kannst auch versuchen, dich rauszuwinden. Es geht schon auch, aber du bist halt sehr am Arsch. Das ist ja, nur ein Fakt. Ich bin sehr. Okay, du lässt dir noch eine Runde und dann geht's neu los. Fiela fängt an. Ich habe ja jetzt eine Reichweite, den runterzuschießen, oder? Nee, du wolltest durch die Menschenmenge durch, weil du gerade dein Gewehr hast. Genau, das hatte ich ja eine Runde vorher gezogen, dann durch die Menschenmenge. Jetzt müsste ich ja eigentlich... Oh, nee, du bist noch nicht durch. Okay. Ja, du bist nur bis rangekommen. Mach einen Gewandtheitswurf, dann bist du durch. Okay. Sonst wuppen sie dich um. Okay. Eine meiner einfachsten Aufgaben. Aha. Jo, den habe ich locker. Du, hier, da, Ellbogen, Gesicht, wegdrängen, Ausfallschritt und du bist neben... Katzenhaft. Was möchtest du machen? Du hast keine Aktion mehr, aber du könntest dich zum Beispiel noch hinschmeißen oder irgendwas tun. Um dann gut zu zielen, dann mache ich das. Ja, du hast deine Pistole, nee, dein Jagdgewehr. Nein, ich habe jetzt das Jagdgewehr. Das bietet sich geradezu an, genau, zum Hinschmeißen. Dann mache ich das, damit ich den erwischen kann. Gut. Fängst dein Gewehr gut ab, dass es nicht kaputt geht, wälzt dich mit dem Arm ab und dann liegst du jetzt da. Nächste Runde kannst du aufschützen. Dann ist der nächste am Zug und das ist Greia herself. Du bist schon drüben angekommen, hast deine Schrotflinte, siehst, das Motorrad sehr weit weg ist. Ich renne in die Richtung, also so, dass ich die Distanz möglichst verkleinere, wenn er sich weiter mit derselben Geschwindigkeit in die Richtung bewegt. Also einfach nach Süden Richtung Tor. Dann ist der Punkt, den du erreichst, ich probiere es mal mit dem Kalligrafiefüller. Jetzt wird für die Krane. Hier. Oh, nicht schlecht. Kommst, sehr gut. Kommst locker, also wenn du nichts anderes machst, ja, kommst du locker hier um diesen Pfeiler drumherum. Das sind deine, ich glaube, du hast eine Bewegung von 24 Metern oder 18 Metern. Und du bist jetzt hinter dem Pfeiler, kriegst ein bisschen toten Winkel durch diese Säule, durch diesen Turm. Und wenn er jetzt gleich das Tor erreicht, dann bist du da. Und das tut er auch. Und das Tor ist tatsächlich unbewacht. Währenddessen sind alle hier nach vorne geströmt. Manche von diesen Wachleuten waren sogar leider beim Tor, als es den Aufprall gab und sind verschwunden im Rauch. Und bremst quietschend sein Motorrad. Dabei spritzt, was, wenn das Heckrad rumkommt, noch so der Staub rum. Und steht dann vor diesem Tor. Und ihr seht, ihr habt keinen guten Blickwinkel, ihr seht erstmal nicht, was er da tut. Aber irgendwas. Dann ist der nächste dran. Das ist... Ach nee, halt, es gibt ja noch ganz viel mehr. Kommen Scheinwerfer aus dem Nichts und plötzlich springt ein mit Ballonreifen behafteter, sehr geländegängiger Jeep mit zwei Überrollbügeln aus dieser Stelle raus und zieht, ja, rammt so ein paar Zelte weg und haut so eine Feuerstelle um, eine Spur der Vernichtung. Und wie soll ich euch eigentlich Code geben? Damit ich jetzt weiß. Und hier kommt er raus, ja? Und fährt sich frei, lässt so ein bisschen Trümmerteile vom Tor hinter sich und aus dieser, das ist der erste von den Typen, den ihr richtig zu Gesicht bekommt, der so richtig auf der Innenseite der Mauer sein Gesicht zeigt. Der Fahrer sitzt da, das Fahrerhaus ist offen, lenkt dieses Ding mit komplett verhüllt, wie so ein, ja, einstmals weißes Gewand mit Augenlöchern und so einer spitzen Mütze, aber komplett dreckig. Wie so eine Henkerhaube in weiß, ja. Fast ein klösterliches Gewand, was er anhat, so messdienermäßig, aber komplett verdreckt, blutbespritzt, Öl verschmiert. Und voll von grauem Staub. Und hinter ihm, wo eigentlich so, ist so eine Art Pickup, ja, auf der Ladefläche, sind halt noch zwei, die so mit Gewehren und Pistolen sich an dieser Reling festhalten und bumm, rausballern. Jagt hier raus und schaut mal, ob er für so einen kurzen Moment vielleicht den Nilfchen erspähen kann, der das gerade in Position bringt. Du liegst und da sind lauter Pilger, die dazwischen rennen. Du bist zwar ein bisschen erhöht, ja, man kann dich sehen, aber da du liegst, ist es schon ein schwerer Wurf. Ah, nee, Munk. Schwer, habe ich gesagt, ist minus 20.
Und ich habe es nicht geschafft. Das heißt, er sieht dich nicht und fängt an, das Feuer zu eröffnen auf Pilger. Und dann strömen die ersten Gestalten aus dem Rauch. Ihr seht sie richtig raus stolpern über die kaputten Zelte. Salven werden in die Luft gefeuert, danke. Und noch sind sie nicht in der richtigen Feuerreichweite zu euch, aber ihr seht, wie lauter solche Gestalten in so verstaubten Messdiener Kutten bewaffnet mit Schlachterbeilen, Fackeln, Schrotflinten, Pistolen, Maschinenpistolen, hier und da Laserschuss oder Gewehren rauskommen und anfangen, sich recht unkoordiniert zu verteilen und wie eine Meute über die Zelte und die Pilger, die gerade noch zu ihren Waffen greifen, herzufallen. Und dann hörst du hinter dir ein Flump und irgendwas zischt an dir vorbei. Ja, so. Und vor dir hörst du ein Klack, Klack. Und auf einmal kommen große, laute, immer schneller werdende Schüsse, die aus dem, ja, aus diesem ganzen Staub raushallen und anfangen, überall kleine Staubfahnen aufzuwirbeln, wo sie einschlagen, von so einem Kurbelmaschinengewehr. Dann wird das noch schneller und es hat dann so eine recht moderate Feuerrate drauf. Noch kommt es ungezielt, aber der Staub legt sich und jetzt könnt ihr alle im Staub langsam erkennen, dass da dieses gewaltige Ungetüm von diesem Panzerfahrzeug drin steht. Und tatsächlich ist da oben drauf so eine Art imperialer Schrein, der als erstes, weil er am höchsten ist, zu sehen ist. Und das erste, als es so ein bisschen, was so ein bisschen im Staub zu sehen ist, ist tatsächlich eine Statue oder Trophäe von einer gekreuzigten Gestalt. Verziert mit in der aufgehenden Sonne glänzendem Kupfer beschlagen überall. Und das nächste, was ihr seht, ist diese Mündungsblitze, die direkt unter diesem Schrein auftauchen. Und das ist eher so am Bug des Fahrzeugs, überall, überhalb von diesem Rammsporn. Und es ist definitiv so ein Maschinengewehr auf einer Lafette. Und dann machen alle mal bitte einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitswurf. Du brauchst den nicht machen, aber ihr drei. Durchschnittlich plus 10. Aufmerksamkeit, wenn ihr es habt, dürft ihr den vollen Wahrnehmungswert plus 10 rechnen. Mhm. Ja, du bist ja auch hinter dem Pfeiler, ja, und dann seht ihr etwas, was euch gar keine gute Laune macht. Denn hinter dieser Gestalt oder hinter diesem Schrein kommt auf einmal so ein kleiner Pilz aus einem Rohr gefeuert. So ein richtiger Pilz. Und ihr seht noch den Rückstrahl von irgendeiner Mörsergranate, die gerade in den Himmel hochsteigt. Und dann ist Nilfin am Zug. Mit allem, was ich habe, da draufballern. Mit auf den, was? Ja, auf den Wagen, beziehungsweise auf den, den Fahrer. Den Buggy? Ja, den Buggy. Okay, ja. Beim Buggy siehst du den Fahrer und du siehst die beiden, die hinten links und rechts rausfeuern. Auf den Fahrer. Okay, hast du zwei Möglichkeiten? Ja. Entweder du sagst, du zielst deine Schüsse, dann triffst du ihn auch da, wo du ihn treffen kannst, das heißt Torso, Kopf, Arme. Mhm. Oder du sagst, du spielst auf gut Glück, kriegst keine Abzüge, aber wenn du die Beine oder so triffst, dann triffst du halt stattdessen die Motorhaube und da wirst du vielleicht nicht durchkommen mit deinem Sturmgewehr. Zielen. Du zielst, sagst dir jetzt die Körperregion, die du treffen willst. Weil du von dem Torso nur die Hälfte siehst, kriegst du ja. Torso minus 20, Kopf minus 30 und Arme auch minus 20. Minus 30, auf was geht der Wurf? Gut,
Pass auf, du zielst auf den Kopf und gibst einen Schuss ab. Als erstes stützt du deine Waffe ab. Ich glaube an dich. Ja, mit abgestützter Waffe kriegst du doppelte Reichweite. Wie viel hast du jetzt? 180 Meter. Ich sag, das Ziel ist jetzt unter 90 Meter weit weg. Das heißt, du bist in halber Reichweite, das gibt dir plus 10. Dann kriegst du nochmal plus 10, weil du einen Standardangriff machst. Mit deiner persönlichen Waffe, einen Standardangriff gibt plus 10. Bist du bei plus 20. Und dann kriegst du aufgrund... Ja gut, er fährt direkt auf dich zu. Dann kriegst du keinen Abzug. Liegen gibt dir jetzt keinen Vorteil mehr. Verdoppelt du deine Reichweite. Kriegst keinen Abzug dadurch, dass er sich bewegt. Minus 30, das heißt, du bist bei minus 10 insgesamt. Los geht's. Auf welches? Was ist die Fertigkeit? Yes! 0 vorne ist immer gut. Mhm. Mit einer 9. Mit einer 9. Alles klar. Ausweichen kann ich nicht, weil der dich noch nicht gesehen hat. Auf so einen Angriff kann man nicht ausweichen. Und es gibt einen einzelnen Schuss. Du streichst dir Munition weg. Du kannst deine Büroklammer eins nach von unten entfernen. War dein Magazin vollgeladen? Ja. Dann hast du 30, jetzt hast du noch 29. Schuss. Und korrekt. Triffst ihn in den Kopf. Er hat keinen Helm. Und du kannst ihm jetzt versuchen, Schaden zu machen. Was? Ja, ich habe mir noch cool in den Kopf geschossen. Ja, dafür habe ich eine Sonderregel. Die wird vermutlich tödlich enden. Aber mit ein bisschen Pech verzeihst du ihm. Was war das? Mit ein bisschen Pech ziehst du ihm nur ein Ohr ab. Die Sonderregel heißt letale Trefferzonen. Und wenn du jetzt, solange du jetzt, lass Einwürfe, gell? Lass Einwürfe? Ja. Hoch oder niedrig? Hoch. Und solange du jetzt über einer 3 würfelst. Oh Gott. Das schaffst du. Oder gilt 0 als 10? 0 ist 10. 0 ist 10. Ja. Hast du jetzt die Chance, gerechten Zorn auszulösen. Ja. Die 10 ist erstmal ein guter Treffer. Und jetzt würfelst du nochmal einen normalen Angriff. Heißt mit beiden. Mit beiden Würfeln. Wieder mit minus 10, wie es vorhin auch war. Oh nein, 72. Okay, alles klar. Dann machst du trotzdem Schaden. 10 plus deine Waffe, Sturmgewehr plus 3, also 13 Punkte Schaden. Da steht zumindest immer eine 3, ja. Achso, 10 plus 3, ja. Ja, du schaffst leider nicht, ihm durchs Gehirn zu schießen oder so, sondern schießt ihm jetzt nur ein Stück von seinem... Unterkiefer weg. Er ist schwer verwundet, kann aber in dem Einfluss, in dem er jetzt ist, fanatisch beseelt, noch weitermachen. Alter, jetzt hat er schon so gut geworfen. Ja, so eine Schuss in die Backe kennen. Nein, mit dem Messer wäre er tot, sag ich dir. Wie jeder zieht einen Bogenstein. Okay, passt. Trotzdem mache ich meinen Widerstandswurf und er verreißt das Lenkrad nicht, hält es ehrenfest und fährt voll Karacho weiter. Wirklich hart drauf, die Burschen. Ich hatte eine Fanatiker. Du bist fertig und du bist dran. Ich versuche tatsächlich mit aller Kraft, die ich habe, mich doch irgendwie loszukriegen. Welche Special? Ja. Was muss ich jetzt suchen? Also, das ist ein Wurf auf Stärke. Ja. Du kriegst da plus 10. Ja. Du kriegst wieder minus 10 leider, wegen deiner Schöpfungsstufe. Das heißt, du kommst am Ende auf 0 raus. Und das Ziel von deinem Wurf ist, dass du es schaffst, einen schweren Stärkewurf zu schaffen, sagen wir einen schwierigen, einen minus 10 Stärkewurf zu schaffen, das heißt, du musst 28 schaffen. Genau. Moment, nee. Du spannst an und dann hörst du hinter dir das angenehme Rauschen, als die Lüfter hochdrehen und du Energie kanalisierst, aber du selber bist einfach gerade das schwächste Glied an dieser ganzen Technik und spannst und spannst. Geht nichts. Dann ist... Kannst du noch irgendwie eine Frage stellen, wie was aussieht oder wenn du noch irgendwas wissen willst? Nee. Okay, passt. Eine neue Runde mit jeder. Anlegen, drauf schießen. Auf wen? Auf den Motorradfahrer. Ja, der ist stehen geblieben. Durch das Tor kann man ihn auch einigermaßen sehen. Du bist
hier gelandet, gell? Mhm. Das sind vielleicht 150? Nee. Hier waren es 100 Meter, habe ich gesagt. Ja, das passt auch. Zu mir waren es 90. Und dann sind das hier... Ja, machen wir 150. Das. Ja, was habe ich mich hingelegt? Was? Das sind 130 maximal. Du liegst. Du stützt jetzt deine Waffe ab. Ja. Dadurch verdoppelt sich deine Reichweite. Yes. Und du kommst auf 300 Meter Grundreichweite. Jo. Mit 150 Meter bist du in kurzer Reichweite, was dir plus 10 gibt. Yes. Und Einzelschuss bist du bei plus 20. Wo magst du hinschießen oder einfach nur einen normalen Treffer reinhauen? Normaler Treffer reinhauen. Los geht's. Also ballistische Fertigkeit ist das, genau, ja? Genau, plus 20. Ja! Wo? Ja. Nein! Nicht? Nein. Ist das gewürfelt? 57. Ja. Bim! Neben ihm steckt der Schuss ein, er ist jetzt auf jeden Fall gewarnt. Und nein, dann ist der nächste dran. Nein, ab ja, jetzt. Du hast jetzt eine halbe Aktion abgestützt, eine halbe Aktion geschossen. Ja. Nächste Runde könntest du eine halbe Aktion mit Zielen verschwenden. Würdest du nochmal 20 mehr kriegen. Ja, mach ich. Und du kannst auch zwei halbe Aktionen zielen, dann kriegst du plus 30 mehr. Immer dran denken, ihr könnt euch vorbereiten, indem ihr ein paar Runden zielt. Ach Mist, ich hätte eine halbe Aktion noch zielen sollen, dann hätte ich sie besser hingekriegt. Egal. Ja. Gut, dann bis nächste Mal. Gut, dann bist du fertig und dann ist Grajas Zug. Wenn ich ziele, du liegst hier, du bist ja von ihm vielleicht, wenn es 150 oder 130, dass wir uns uneinig wechseln, sind das hier 90 oder 100. Wenn das waren 90, dann sind das 100. 100 Meter grob. Ist Ziel eine halbe Aktion oder eine ganze? Könnt ihr beides machen. Gibt Ziel eine halbe Aktion, gibt Ziel eine volle Aktion. Ja, deutlich. Okay, du schmeißt dich auf den Boden. Du kannst deine Waffe abstürzen. Ist ein, sag ich mal, Irrglauben, dass so eine Schrotflinte nicht präzise schießt. So nur abgesägte Schrotflinten haben so diesen Streukreis. Eine normale Schrotflinte schießt doch deutlich präzise auf ihre 30, 40 Meter. Schmeiß dich hin, stürz dich ab. Dann hast du noch eine halbe Aktion für Zielen. Jetzt bist du abgestürzt und zielst. Na gut, durch das Abstützen kriegst du für eine Schrapnellwaffe keinen Reichweitenvorteil. Du kannst dich auch einfach hinschmeißen und nur zielen. Das gibt dir mehr Vorteile. Okay, passt. Und wartest darauf, dass er da irgendwas macht. Dann ist Greier fertig und ich bin am Zug und das Erste, was passiert, ist... Unglaublich unterhaltsam, spannend und wir warten alle. Wir können noch Wetten abgeben. Wie in Zeitlupe entwickelt sich die Szene. Und die Kugel geht in ihr Bein! Der zerschossene Kiefer des Fahrers des Ballonbuggies reißt gerade so ab. Blut und zerschossener Zunge. Ich hätte jetzt eher gedacht. Und Nilfin wundert sich echt, dass der noch sitzt. Das würde ich mich auch an deiner Stelle. Du hast wirklich gut geschossen. Ich bin beeindruckt, Nilfin. Wenn ich es gesehen hätte. Ich wäre beeindruckt, wenn ich es gesehen hätte. Ich wäre beeindruckt, wenn ich es gesehen hätte. Aber du weißt ja, die guten Sachen sieht man nie, gell? Ja, mach das. Ach, ja. So. Natürlich nicht. Am Ende werde ich euch alle retten, ich weiß ja nichts. Und dann hört ich ihr alle. Hoffentlich ist das keine Streuklammer. Wie ein jaulendes, näherkommendes Heulen von einem sofortigen Einschlag dieser, was auch immer, kommt und am lautesten hört's die Kraja. Du liegst da, hast dich gerade hingeschmissen und bevor du auch noch den Kopf nach oben drehen kannst, was willst du tun?
Du hast theoretisch jetzt eine Reaktion, weil du merkst, fuck, das kommt irgendwo hier runter. Was willst du tun? Ich sehe das Visier meines Helms runter. Flong. Okay. Denk mal, zu spät. Das Beste, was du tun könntest, hast du Wissenkrieg? Allgemeinbildung Krieg heißt das? Allgemeinbildung Krieg? Nein. Okay, nee, dann weißt du nicht so richtig, was das Beste ist, was du tun sollst. Dafür fehlt dir ein bisschen die militärische Ausbildung. Aber du ziehst das Visier von deinem Helm runter und im nächsten Moment ist da, wo du gerade noch warst, auf einmal die Hölle. Es gibt einen Einschlag, einige Meter von dir entfernt, und im nächsten Moment ist die Luft voll von Schrapnell und Feuer. Da, wo du gerade noch lagst, ist unweit wölbt sich ein riesiger Krater aus dem Boden. Riesig meine ich, das sind nur so 2 Meter, aber nicht hoch, sondern halt in so einem Durchmesser, aber es ist unangenehm. Nein, Alter. Also, nein. Und weil du am Boden liegst, hast du das Glück, dass diese Fontäne, dieser Schrapnelle, nach schräg oben großteilig abfällt. Jetzt bist du gerüstet? Ja. Graia hat eine Rüstung am Kopf und am Körper. Ja. Keine Rüstung an den Armen. Oh. Und jetzt spielen wir das Spiel. Ich spiele wieder die Beine. Ja. Ja. Nee, das sind die Arme. Vielleicht wechseln wir jetzt. Moment, kann ich nichts. Hey, das muss ja echt in den Bein, ins Bein gehen, oder? Ja, echt. Wenn schon wieder Graia ist. Ja. Eier und ihr Beinchen. Aber wenn ich hab meinen Schnaps. So. Den Schnaps? Den Schnaps. Hast du noch eine? Ist sonst irgendwas? Oh ja, das wird dir nicht gefallen. Das ist das Bein. Und dann noch schlimmer. Und die Wolke geht einmal komplett über dich rüber. Splitter stecken in der Mauer der Kathedrale. Der Turm schützt tatsächlich die Viela davor, dass sie was abkriegt. Aber als du dich noch die Druckwelle umwölbt und du den Widerstandswurf plus minus null machst, ob dich allein durch den Druck, ja, und den Luft aus den Lungen und alles, ob es dich begräbt und du vielleicht kurz ohnmächtig wirst oder betäubt bist. Nicht geschafft. Ist das Letzte, was du merkst, bevor du bewusstlos wirst, wie irgendein brennender Schmerz aus deinem linken Bein durch deinen Körper fährt. Du bist jetzt, wie viel Misserfolgsgrad hast du? Auf deinen Widerstandswurf? Das war ein normaler Widerstandswurf. Mhm. War aktuell, dass du leicht verwundet warst? Mm-mm. Nee, du hast geschlafen, gell? Ja. Du bist schwer verwundet. Und für die nächsten 5 Runden kannst du nicht handeln, weil du betäubt bist. Aber das macht die Runden auch kürzer für die anderen. Das ist das andere Bein. Und dann klack, klack, klack. Verflucht, verflucht, du hast nicht gebetet. Die beiden Gestalten schlagen auf dieses Maschinengewehr ein, als sich irgendwie der Gurt verheddert und die Schüsse aufhören zu kommen. Oh. Dann bin, ja, Gestalten kommen aus diesem Nebel raus und den Aufmerksamkeitswurf dürft ihr beide machen und du. Normal, oder? Ja. Völlig egal, nein. Doch. Jeder, der drauf achtet, kriegt plus 20. Das ist bis nur du. Nee. Nee, ich hab ihn locker. Und du kannst auch plus 20 nehmen, du schaust in die falsche Richtung und da kriegst du plus 0. Ja, ich hab 16 oder so. Super. Nee. Aufmerksamkeit ist Wahrnehmung, ne? Ja. Okay, du bist die Einzige, die es mitkriegt. Mhm. Du siehst, wie aus dieser
diesem Staub und diesem Nebel ziemlich genau hier. Das ist eine Information, die das Ganze natürlich jetzt entsprechend spannender macht. Super, ich bin auf dem. Eine kleine Gruppe von weiß gewandeten oder dreckig verschmierten Kerlen rauskommt. Ob's Kerl oder Frauen, kannst du gar nicht sagen. Und den Weg zur Kathedrale hochrennt. Auf die Reihen der ausströmenden Pilger zu. Während die vorderen beiden mit Schrotflinten bewaffnet sind und den ersten Pilger einfach über den Haufen schießen, dessen Brust jetzt ein Haufen blutiger Fetzen ist, ist dahinter einer, der den Kopf einzieht. Und noch zwei, die ihn von links und rechts abschirmen, mit Pistolen oder Messern. Und der den Kopf einzieht, der trägt einen schweren Rucksack mit sich. Und das siehst nur du. Und das war meine Aktion und jetzt ist Nilfin am Zug. Wir wiederholen die Aktion von eben. Ja. Fährt ja immer noch voll auf mich zu. Ist jetzt außerdem gewahrt. Auf den Kopf zielen. Ja, du kriegst wieder minus 10, aber da du jetzt eine Runde zielen kannst, die hatten wir letztes Mal nicht, ja? Kurze Reichweite, minus Kopfschuss, wir kommen insgesamt auf 0. Nicht plus? Minus 30, plus 30, plus 0. Ja. Leider nicht. Neben ihm in die Sitze. Ah ja, genau. Und das habe ich jetzt erstmal nach hinten geschoben, aber zufällig den anderen getroffen. Kommt der ein gutes Stück weiter. Pilger rennt, siehst du, wie der gerade in sein. Dann ist er doch viel näher dran. In sein Zelt kommt und raus, irgendwas aus seinem Zelt rausziehen will. Und in dem Moment kommt dieses mit jaulenden Reifen, dieser Pickup, der hat vorne auch so eine Räumschaufel dran und pff, der Pilger ist gerade noch reingerannt, dann ist das Zelt weg. Und wird einfach nur zermahlen unter den Reifen. Deine Aktion. Ich versuch's nochmal. Ja. Du kriegst, was haben wir gesagt? Ich glaub, du brauchst besser Würfel. 28, musst du schaffen. Klappt immer noch nicht. Okay. Ich muss den Würfel machen. Diese großen Würfel, die würfeln nicht. Oder andere Würfel. Ja. Das klappt wieder nicht. Ich versuch's noch einmal, aber es klappt einfach nicht. Und ich versuche noch einmal sehr ungünstig einfach ein Gebet Gott in Verdacht zu richten, um meine Kraft nochmal zu sammeln. Ja, der neuen Würfel und das Gebet werden gut zusammenpassen. Mhm. Und bestimmt gelingt es dir gleich. Mhm. Vela? Zeitlich, wie lange brauchen die, um zur Kathedrale hochzulaufen? Also, die rennen nicht, aber sie eilen und dadurch schätzt du, dass sie wohl oder übel, ja, sie brauchen 5 bis 8 Runden. Entschuldige die Frage, hat sich der Motorradfahrer eigentlich eben nicht mehr bewegt? Nach dem nee. Dann, ich habe ja jetzt, manche halbe Runde ziehen, oder? Du schwenkst zur Seite rüber. Nee, ich liege ja schon da. Ja. Ich liege ja schon da. Und ich habe ja mich hingelegt und habe aufgestützt. Und jetzt würde ich halt eine halbe Runde zielen und dann drauf schießen. Du hast die Waffe mit der Sonderregel genau? Ja, die Jagdgewehr hat die Sonderregel genau. Okay. Dadurch kriegst du jetzt durch Zielen nicht plus 10, sondern durch Zielen plus 20. Yes. Durch Liegen oder durch kurze Reichweite nochmal plus 10, du bist bei plus 40. Plus 40. Und jetzt tu es. Yes. Und zwar 30 drunter. Oh, ja. Dann machst du einen W10 extra Schaden. Und welche Trefferzone? Prüf. Hast du vom Würfeln her irgendwas zwischen 30 und 70 gewürfelt? Ja. Hast du die Würfel umgedreht? Das ging nicht, war 44. Ach ja, passt. Dann ist es Brust. Mhm. 6. 2 W10 gewürfelt? 1 W10. Und dein Ergebnis dazu gezählt? Welches Ergebnis? Die Waffe hat ja 1 W10 plus 3. Dann ist es jetzt 6 plus 3 sind 9. Und jetzt kriegst du nochmal ein W10 zu, weil du mit einem Jagdgewehr einen gezielten Scharfschützenschuss abgegeben hast. Yes, 10.
Okay. Da bin ich da wieder. Bist du bei du 19. Mhm. Und gibst den Schuss ab. Er ist irgendwas beim Tor am Friemeln. Und dann kippt er einfach nur aus dem Motorrad. Dann ist Greia eine Runde weniger. Vier Runden. Freie Aktion, ich schreie nochmal, Greia, geht's dir gut? Okay. Und bei mir kommt jetzt hier an der Stelle, wo gerade noch dieser Motorradfahrer war, plötzlich ein Feuerball. Und der Motorradfahrer samt dem Tor und allem explodiert. Ja, es kommt definitiv nicht von deinem Schuss. Ja, zum Glück. Denkst du? Vermutlich. Der Jeep heizt weiter auf dich zu. Bei dem Haus macht er kurz Halt und einer springt raus. Und die Leute hier. Halt! Sehr schön. Und die Leute hier schieben sich weiter drauf zu und schießen bam bam beiläufig mit ihren Schrotflinten in die Menge. Dann ist bei dir, die zwei oben versuchen dieses Maschinengewehr zu reparieren und es mag ihnen nicht gelingen. Nein, das muss hier rein, hier beim Gott-Imperator. Du betest nicht, nein, du betest nicht. Klonk, klonk, klonk und es klemmt einfach. Und hinter dir hörst du verflucht. Klack, 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 klack. Klank. Klick, klink. Und dann ist der nächste dran. Was ihr noch seht, ist, dass in diesem Feuerball das Tor aufgesprengt wurde. Die Mensch habe ich verliebt. Grün? Nilfin. Mhm. Er bewegt sich jetzt kurzen Moment nicht. Der Buggy steht. Und nächster Schuss. Er ist auch sehr nah rangekommen. Du schießt jetzt direkt von oben runter. Du kriegst vielleicht keine Reichweite für Kernschuss. Dafür bist du noch nicht nah genug dran. Aber du kriegst aufgrund der sehr nahen Distanz plus 20 durch deine Reichweite. Dann bist du nochmal mit Einzelschuss im Rest bei insgesamt plus 40. Magst du den Kopfschuss wieder probieren? Soll ich davor nochmal zielen? Oder bringst du was? Ist schon. Hab ich schon berechnet. Magst du wieder den Kopfschuss probieren? Ja, doch. Dann mit einem plus 10 insgesamt. Mhm. Auch ballistisch, ja? Mhm. Du kannst hier auch sehr gut auf seinen Körper zielen. Da würdest du viel besser treffen, ja. Aber weil du jetzt von oben in seinen Wagen reinschießt. Muss gehen. Okay. Ja. Vielleicht auch nicht. Ja, du aufgeregt. Und genau in dem Moment halt verrissen. Blam in die Kopfschütze. Ja, der Typ verliert Blut aus seinem Gesicht und seine Maske ist eben verrutscht und er brabbelt, keift, schreit irgendwas vor sich hin. Er hat ja schon, sag ich mal, den Kiefer weg und dem geht's eh nicht mehr gut. Während der da hinten drauf steht, ja, der sieht, dass du da auf den Scharfschützen schießt. Und was hatte der für eine Waffe? Der hatte eine... ein Repetiergewehr. Das ist so eine Klang-Klang-Boom-Waffe. Und er macht Klang-Klang-Boom. Über das Fahrerhaus schießt er zu dir nach oben. Du liegst und er kriegt minus 20. Aber die Reichweite ist natürlich für ihn auch sehr gering. Und dadurch kann er das einigermaßen ausgleichen. Und merkst, wie er die Waffe auf dich anlegt und schießt und du hast deine Reaktion, wie jeder andere auch, wenn du sie nutzen willst. Flach auf den Boden. Dann probier's. Ausweichen ist das, gell? Hast du Ausweichen erlernt? Ja. Dann kriegst du deinen vollen Gewandtheitswert und kannst auf Ausweichen würfeln. Ich will neue Würfel. Nope. Kein Problem. Nicht geschafft? Ist nicht schnell genug? Ich habe einen. Ja, von deinem Bein guckt irgendein Teil, während du da so liegst, ja, nach hinten raus. Und du schmeißt dich runter und der Schuss jagt über deinen Kopf weg, aber hackt dir in den Unterschenkel. Was ist 91? Links oder rechts? Ich würde sagen. Links.
du hast eine, das Recht, du hast diesen Mantel, der rettet ja. Hier jetzt gerade so ein bisschen dein Leben. Denn der Schuss ist mal übel. Schuss ins Bein. Ja, da kann man halt auch nach irgendwie 30 Sekunden leer geblutet sein, wenn es blöd läuft, gell? Wir hätten nicht mal rumdiskutieren hier. Du wolltest gerade sagen, willst du mit dem Spielleiter diskutieren? Mutig. Ja, das stimmt. Und du kriegst diesen üblen Treffer ab, es hackt dein Bein nach unten, aber das Armerblast fängt viel ab und du bist schwer verwundet. Nur. Okay, die Sache ist gelaufen. Die Typen sind vorgerückt. Hier oben war ich schon fertig. Nee, Finnszug. Ach nee, halt. Nee, Finnszug war schon. Ich habe nur den Schuss von dem Typen nachgeholt. Dann bist du dran. Ich versuch's nochmal. Du betest und du glaubst, dass nur das Gebet helfen kann. Und dadurch kriegst du jetzt einen plus 10 Bonus. Das ist insgesamt auf 38 Würfel. Okay. Das ist gar nicht schlecht. Nicht wirklich. So. Ja. Setz dein Schicksalsbuch ein. Du hast verstanden, wie das funktioniert. Stimmt, das habe ich auch schon wieder vergessen. Ja? 38? Ja. Mit Erfolgsgraden? 24 sogar. 28? Ein Erfolgsgrad mehr, okay. Mit 38 hättest du nur geschafft, einen Arm zu befreien. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass du dich mit einer gewaltigen Anstrengung aus Glauben und purer stumpfer Kraft. Also Glauben? Von, ja genau. Von diesem Arm losreißt. Deine Fesseln spritzen auseinander und springen durch die Gegend. Und du kannst sogar, sag ich mal, könntest jetzt entweder noch deine Füße, deinen Torso oder den anderen Arm befreien. Je nachdem, was du brauchst für deine nächste Aktion. Ich versuche, ich glaube, den anderen Arm noch zu befreien. Ja. Ja. Und beim zweiten Arm ist lose. Beide Arme sind lose. Du bist jetzt noch so ab der Hüfte abwärts gefesselt. Lustig, weil du machst mal einen Wurf auf auf Aufmerksamkeit und Nilfin macht den Wurf mit plus 10 auf Aufmerksamkeit. Yes! Gott, ich würfel heute echt. Oder? Ich will da an den Wurf haben. Ja, du bist eh gerade in deinem Schmerz, aber Gaia, die alles sieht, Viela, die alles sieht, während dem Nachladen, bam, du drehst deinen Kopf weg, weil dieser Feuerball dich blendet und schaust du aus den Augenwinkeln. Der ziemlich viel von dem Staub hat sich gelegt. Du siehst, dass da zwei Typen an einem Maschinengewehr rummehren, aber dahinter ist dieser Schrein. Ja? Und die Gestalt, die da ans Kreuz genagelt ist, reißt sich gerade los. Und das ist irgendwie ein bisschen weird. Mach mal bitte, weil das ein bisschen gruselig für dich ist, einen plus 30 Willenskraftwurf. Das heißt, ich habe 30 plus die Wirkung. Ja, dann packe ich es gerade so. Okay. Du merkst, dass es sich dabei nicht um eine Statue handelt, die jetzt anfängt loszulaufen, was du für den ersten Moment vielleicht gedacht hast. Auch nicht um einen toten Gekreuzigten, der sich losreißt, sondern es ist nur wahrscheinlich ein sterblicher Gekreuzigter, der sich losreißt. Und es belastet deinen Kopf nicht so, dass du Wahnsinnspunkte davon erntest. Ich bin auch immer noch bei dem anderen Typen, den sie da bewachen und überleg mir da eigentlich. Okay, weiter geht's. Deine Aktion, du hast dich freigelassen. Der nächste wäre dran. Du? Also, ich habe gesehen, dass sie da vorlaufen und dass das eine Gruppe ist und dass sie einen schützen. Ja, sind so fünft und einer ist in der Mitte. Der trägt diesen schweren Rucksack, ja? Und wenn du genau hinguckst, dann hängt er auch hier und da. Ich habe den ja von meiner Position aus, kann ich schauen, dass der wird noch einen Schritt nach vorne gehen. In der Zeit ziele ich, positioniere. Dass du an den vorderen vorbeischießt. Ja, also ich will den erwischen. Ich will mich nur auf den konzentrieren und würde dafür jetzt, je nachdem, wie viele Punkte mir das bringt oder wie lange ich brauche, mich zu konzentrieren, dass ich ihn wirklich gut treffen kann. Dann solltest du erst nächste Runde schießen. Dann mache ich das auf jeden Fall. Du brauchst eine Aktion, um deinen Winkel zu ändern. Beim Abstürzen müsst ihr euch drehen, damit ihr in eine andere Richtung schießen könnt. Und die anderen nimmst du zum Zielen. Und dann ist der nächste dran. Und Gaia macht jetzt einen Wurf auf Widerstand. Zwei Runden sind weg. Die warst du jetzt betäubt. Machst jetzt einen Wurf auf Widerstand. Fünf Runden hast du insgesamt, bis du automatisch aufwachst. Der Widerstandswurf ist jetzt minus 20. Geschafft? Ja.
Und dann merkst du, dass du wach wirst. Das Brennen in deinem Bein ist noch nicht vorbei. Du bist schwer verwundet. Und du verschaffst den Überblick. Du bist berieselt mit Schieferstaub. Unweit von dir, nur ein paar Meter von dir entfernt, ist so ein riesiger Krater. Wenn du in diesem Krater gewesen wärst, wärst du jetzt so ein klassisches Krateropfer. Jetzt hat es dich nur voll geregnet und dieser Splitter steckt in deinem Bein und das ist schlimm genug. Du hast es gerade so überlebt. Schwer verwundet, an deinem Bein blutet es ein bisschen raus. Mehr kannst du die Runde erstmal nicht machen. Und jetzt ist der coolste dran, und zwar der Kraftfahrer, der mit seinem Buggy immer noch nicht erschossen wurde. Und gibt Vollgas. Und während er an diesem Berg heizt und der Typ, dem geht schon nicht mehr so gut, versucht er halt irgendwie da hochzukommen mit dem Buggy und dich zu überfahren. Aber der hat irgendwie Blut im Gesicht und sieht nichts mehr und fährt das Ding voll gegen so einen Findling, der aus dem Boden ragt, und es gibt einen und der Buggy steht. Der Typ, der oben drauf ist, versucht sich festzuhalten, schafft es auch gut. Und hat jetzt noch eine halbe Aktion Zeit, um auf dich zu schießen. Der Buggy steht irgendwie leicht unter dir, ja. Und du liegst da oben. Na gut, jetzt ist es vom Winkel so, der ist nicht weit genug hochgekommen, der ist wirklich schlecht gefahren, dass der Typ dich gerade so nicht einsehen kann. Aber du hörst klonk, klonk, wie irgendjemand über das Fahrerhaus absteigt und in deine Richtung stiefelt mit schweren Stiefeln. Der Typ, der hinten drauf steht, bahnt sich jetzt den Weg zu Fuß zu dir. Geht mit hier, rücken ein bisschen weiter vor und kommen jetzt gerade an die Stelle, wo der Berg nach oben geht. Es gibt überall hier, seht ihr, Leute rausströmen, die mit den Pilgern kämpfen und sich durch die Massen kämpfen und fechten. Und ich glaube, den Rest seht ihr nicht, der gerade noch passiert. Hinter dir hörst du ein Flump! Und das Maschinengewehr, habe ich gesagt. Ne, war letzte Runde, oder? Dass es nicht geklappt hat. Klappt immer noch nicht. Nein, das kommt auf die andere Seite! Du betest nicht laut genug! Dann ist der nächste dran und das bin nach mir. Ach, das ist beten. Was kann man denn wieder alles machen? Einmal Initiative auf 10 erhöhen, also auf Maximum 10 gewürfelt. Einmal heilen, 1W5 Trefferpunkte. Das ist gut. Einmal einen Wurf wiederholen oder einmal einen Wurf, den ihr schon bestanden habt, mit einem weiteren Erfolgsgrad bestehen. Okay, was war das jetzt? Heilen. Ja, kannst du mir jetzt geben? Ist eine freie Aktion? Nee, es ist einfach die Frage. Ich bin am Bein verletzt. Hindert mich das im Moment am Schießen? Nee. Aber wenn er vor dir steht, ist deine liegende Position kein Vorteil mehr. Ja? Ja. Vielleicht schaffst du es noch genau, wenn du jetzt wartest, den Schuss in dem Moment abzugeben, wenn er über die Kante kommt. Du kannst auch den Schalter umschalten auf vollautomatisch und warten, bis er über die Kante kommt und einfach abdrücken. Du hast noch eine reelle Chance, dass du ihn in dem Moment einfach wegsiebst. Und jetzt einfach auf ihn zu schießen? Dann müsstest du vorne an die Kante kriechen und dann bist du natürlich wieder komplett sichtbar. Du hörst nur, wie er vor dir den Hang hochkommt, aber das ist ein toter Winkel. Sag, was du tust. 3. Klingt gut, dann Vollautomatik. Warten. Kein Schicksalspunkt. Der wird schon kommen. Okay. Ja, gut, ich kann die Chance natürlich trotzdem erhöhen, oder? Nee, nur wenn du es automatisch, wenn du es eh schon schaffst, kannst du dir einen Erfolgsgrad dazu kaufen. Aber lass dir versichert sein, du wirst keinen Erfolgsgrad brauchen. Ja. Wenn du keine 99 würfelst oder der ähnlichen, wirst du den zersieben. Das ist dann immer noch die richtige Zeit, um die Kugel einzusetzen. Ja. Ich liege mit einem Maschinengewehr im Anschlag, gehe mal durch den Hügel drauf. So blöd ist nicht mal ein Sturmgewehr. Das ist ein Sturmgewehr. Du musst nicht würfeln, das machst du dann in meiner Runde. Wenn er hochkommt, hast du die Aktion Vorbereiten benutzt. Nilfin, du bist dran. Du kannst jetzt, weil deine Hände frei sind, kannst du dich deutlich leichter befreien von dem anderen Scheiß. Oder du machst was anderes. Was willst du tun? Mich befreien. Okay.
Du kriegst minus 10 durch Erschöpfung, du kriegst plus 10 durch deinen Stärkebonus. Mhm. Dann wären wir bei 38, weil du einfach, sag ich mal, die eh schon gesprengt hast, mhm, die Ketten, und sie nur noch auseinanderrufen musst, bist du bei 58. Routinierter Wurf. Mhm. Ja, klappt. Ratsch, ratsch, ratsch. Und meine du fällst Bitte. Runter und noch einen Gewandheitswurf hinterher, denn sonst bricht jetzt zwar kein Knöchel, nicht mit den Stiefeln. Nein. Ja, passt. Dann landest du wie eine Katze grazil und liegst nicht auf dem Boden. Du kannst sogar noch eine halbe Aktion machen. Ich... So dass der Dings, also die vor mir, die Maschinengewehr, das war klar, und hinter mir, also ich drehe mich dorthin um, wo du schaust an dem geschweißten Kreuz vorbei, und siehst da, dass das wirklich so eine Art Altar ist. Ja. Hinter dem Altar ist halt dieser fettleibige Typ mit dieser Brille, den du eh schon gut kennst. Ja, das wird mein Freund nächste Runde. Der wird mich mal kennenlernen. Und der steht an so einem Mörser, mhm, und fängt an, und während er vor sich hin mit einem widerlichen Dialekt oder Gesabber vor sich hin Pseudo-Kirchenchorale singt, fängt er an, eine Mörsergranate nach der anderen in dieses Rohr zu stecken. Und gerade kommt aus dem Mörser schon die Rauchwolke raus. Die fliegt ja schon. Okay, du bist runter. Magst du noch was machen? Nö. Okay. Also ich beziehungsweise eigentlich irgendwann laufe ich, also ich laufe auf ihn zu, aber das Mach's ist die nächste eh. Runde. Passt eh. Du warst hier. Mhm. Dann geht's bei Fjela los. Ich habe mich vorbereitet. Der müsste jetzt eigentlich in meinem Schussfeld sein. Der ist in deinem Schussfeld. Und du hast schon eine Runde gezielt. Du zielst jetzt noch eine Runde und gibst den Schuss ab. Ja. Also, du bist auf kurze Distanz. Das sind 30, 40 Meter. Mhm. Kurze Distanz gibt dir plus 10. Einzelschuss gibt dir plus 10. Zielen gibt dir plus 10, Zielen 2 gibt dir plus 20, genaue Waffe, die zielt, gibt dir nochmal plus 10, bist du bei plus 50. Jede 2 Erfolgsgrade, die du erzielst, geben dir einen W10 extra Schaden. Ja, also das sind dann, Moment, 60. Plus 50 Schuss, lässig. Denkt ihr immer dran, schön die Büroklammer nach unten zu schieben, wenn ihr schießt. Ja, das mache ich gleich. 62, das sind 30 drunter. Also, was war? Nee, Quatsch, 50 waren es? Ja. 10, also einer. Ein Erfolgsgrad? Mhm, leider. Ich glaube, ein Erfolgsgrad gibt keinen Bonus auf genau. Sage ich dir aber gleich. Will ich ja nicht benachteiligen. Was haben wir? Du könntest jetzt einen Erfolgsgrad kaufen, aber brauchst du vielleicht gar nicht, gell? Nee. Dafür könnte man jetzt einen Schicksalspunkt hernehmen. Die Sonderregel genau macht. Das ist ja eh 1W10 Zusatzschaden pro 2 Erfolgsgrade. Nochmal, 62, muss ich nochmal nachrechnen. Was? 62 hatte ich und ich habe 84, dann sind es 2 Erfolgsgrade. Dann kriegst du 1W10 extra. Du machst jetzt 1W10 plus 3 oder 4, was der Ohren an Jacke wäre. 10, das sind 13 plus 6. Wir bleiben bei 19. Wie viel hat denn dein Jagdgewehr Schaden? 3. W10 plus 3? Sicher? Ja, ich guck nochmal. 1W10 plus 3E, ja. Gut. 19. Heißt das wirklich Jagdgewehr? Ja. Das heißt... Ja, Jagdgewehr. Okay, passt. Ich hätte auch meine Pistole nehmen können. Nee, passt alles. Easy. Also, du hast die beiden W10 gewürfelt. Dein erster war eine gewürfelte 10. Ja. Du hast eine 62 gewürfelt. Mhm. Dann triffst du ihn in der 26. Mhm. Das ist ein Schuss in den Arm. Bei dem Schaden, den du jetzt machst, wahrscheinlich eher in die Schulter. Und du hast den rechten Zorn. Du würfelst jetzt nochmal. Wieder mit deinem plus 50. Und wenn du normal triffst, explodieren deine Würfel. Dann darfst du jetzt noch ein W10 draufschmeißen auf deine 19. Erfolgsgrade gelten jetzt nicht, oder? Nee. Ja, leider nur eins. Aber ich habe ja nochmal einen. Nee, der wird nicht nochmal. Also, nur einen. Dann sind wir insgesamt bei... 20. 20 Schaden. Ein sauberer Schuss durch die beiden Typen, die ihn schirmen sollten. Durch die rechte Schulter in den Rucksack. Und das nächste, was passiert, ist, dass alle 5 und der in der Mitte in einem kataklysmischen Feuerball untergehen. Yes. Der zwar einige Pilger von den Socken haut. Ist mir egal. Die letzten, die hier gerade noch Feuerposition vor der Kathedrale bestehen, aber die gesamte Sprengladung 30 Meter vor der Kathedrale in die Luft gehen lässt. Und das ist der Unterschied zwischen Tod von 5 zu Tod von 80.
gute Nummer. Yes! Ja, gerne schaust du ganz. Dass du nicht dein Messer hattest. Ja, deine Aktion ist gut. Gaia kann jetzt wieder handeln, dank ihrem ausgezeichneten Widerstand. Oh, darf ich noch eine freie Aktion? Gaia, hast du das gesehen? Nee, du hast gerade andere Probleme. Okay, du kannst handeln. Ja, du musst dann nur damit rechnen, so schwer verwundet wie du bist. Du kriegst jetzt noch keine Einschränkungen. Du kannst auf den Beinen durch die Gegend rumpeln. Du bist jetzt noch nicht lahm, ja? Frage, was macht denn Deinitiationsmodus, den ich kann? Du kannst Blutungen stillen, ohne Medizin zu können. Weil du von einer scheißen Drecks-Arschloch-Welt kommst, wo es nur Blut und Tote gibt. Und du hast gelernt, mit allem und jedem irgendwo eine Wunde zuzukriegen. Also könnte ich jetzt mal wenigstens die Puppe. Ja. 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 Das ist normalerweise ein anspruchsvoller Intelligenzwurf, aber wir machen einen plus 20 draus, weil der Splitter das meiste selber abdichtet. Oder sogar plus 30. Du musst einfach nur gucken, was darf ich jetzt nicht rausziehen, ja, was muss ich drin lassen und wo ziehe ich jetzt schnell meinen Gürtel drum oder meinen Verband drum oder was auch immer du da hast. Los geht's. Plus 30 Intelligenzwurf, wenn du schaffst. Ja. Dann sag mir, was du hernimmst, um die Wunde zuzumachen. Gut. Ziehst deinen Gürtel raus und schwingst den zweimal rum, machst das Bein erstmal dicht. Das kann man jetzt wahrscheinlich die nächsten 10 Minuten auch so lassen, ohne zu verbluten. Und ein Kampf dauert keine 10 Minuten. Sekunde, darf ich was fragen? Bist du sicher, dass du kein Medikit dabei hast? Ich würde noch mal anfangen, die Klopfe nicht verteilen. Jetzt ist es gesagt. Ja, jetzt ist sie dran. In dem Moment verfällt sie zurück auf ihre Urinstinkte und macht mit Chanel-Gürteln alles zu. Nach Greier ist meine Wenigkeit dran. Hier ist nichts mehr, da ist was. Da ist nichts mehr, hier ist was. Ja. Nilfins Herz schlägt schneller. Das erste, was passiert, ist. Stück von euch entfernt, irgendwo hinter der Kathedrale, schlägt eine Mörsergranate ein. Verflucht zu kurz, Imperator, hilf mir! Fängt er an, daran rumzurütteln, die beiden anderen. Also ich bete und du reparierst es jetzt, denn du kannst ja offensichtlich nicht laut genug beten. Nein, so geht doch das Gebet nicht! Du machst es kaputt! Wir kriegen das Maschinengewehr nicht in den Griff. Der Mörser-Typ klack, klack, klack und holt die nächste Granate. Und bei dir. Du liegst da. Du liegst. Irgendwo explodiert was. Du liegst. Der Finger ist schon am Abzug und. Dann springt diese Gestalt in dem Moment über den Erdwall und du bist natürlich bereit wie nix. Jetzt kommt eine besondere Regel und die heißt vollautomatisches Feuer und Kernschussreichweite. Das gibt dir erstmal einen Bonus von plus 20 zusätzlich. Yeah. Mit Kernschussreichweite bist du bei plus 50. 50, 20, 70 dazu. Das heißt, Kernschussreichweite plus 30 und vollautomatisches Feuer in Kernschussreichweite plus 20, also plus 50. Unter 81. Ja. Das schaffst du. Du darfst keine 94 oder höher würfeln. Bei dir. 62. Okay. Unter 81, du hast einen Erfolgsgrad. 62 auf 81, ja. Du schießt jetzt mit dieser einen Salve 10 Kugeln raus. Von den 10 Kugeln boom, hackst du 2 in ihn rein. Denn du hast einen Erfolgsgrad, das ist ein zusätzlicher Treffer. Und der erste Treffer geht bei deiner 62 in die 26, also in den Arm. Der zweite Treffer geht dann in die Schulter. Der dritte in den Körper. Aber es gibt keinen dritten. Machen wir die beiden. Okay. Erster Treffer in den Arm.
Würfel? Genau, deinen normalen Waffenschaden. 1 W10 plus 3. 11. 11 Schaden. Und der zweite Treffer macht nochmal ein W10 plus 3. 5. Er kriegt diese beiden Treffer ab und versucht jetzt erstmal nicht wieder rücklings runterzufallen. Rutscht ein bisschen ab, aber fällt nicht runter. Mit der Hand, die noch funktioniert, ja, stößt er sich irgendwie ab und dann versucht er irgendwie sein Gewehr auf dich zu richten. Aber aufgrund von dem Treffer, den er gerade in die Schulter gekriegt hat, korrigiert das irgendwie nicht so schnell zwischen dich und ihn. Und jetzt geht es nächste Runde tatsächlich drum, wer schneller handeln kann. Die Aktion haben wir gemacht. Durch die Zelte metzeln sich Leute mit Messern, mit irgendwas noch. Und Graia kann meinen plus 20 plus 30, nee, plus 20 Wurf auf Aufmerksamkeit machen. Nilfin, minus 20. Dich interessiert es vermutlich eh nicht, was da hinten passiert. Minus 20 Aufmerksamkeit, plus 20 Aufmerksamkeit und du plus minus 0 Aufmerksamkeit. Okay. Aufmerksamkeit. Minus 20, ja, okay. Wahrnehmung, gell? Nee, habe ich nicht geschafft. Ja, du bist die Einzige, die sieht, dass in dieser Sand sich legenden Staubspur hinter dem Motorrad im Tor Gestalten auftauchen. Na klar. Und die bahnen sich ihren Weg an dem brennenden Wrack des Tores und des Motorradfahrers und Co. vorbei. Hier rüber in Richtung der Generatorenhäuser. Und sind linke Hand zu jeder kurzen Waffe, die sie tragen, in der linken Hand noch einen Molotow-Cocktail, so eine Brandbombe, und versuchen eher so ein bisschen in dieser ganzen Runde eine Sneaky-Aktion draus zu machen, denn sie schießen nicht wild durch die Gegend, sondern huschen mit gesenkten Köpfen und schon brennenden Lunden auf die Generatorenhäuser und die Werkstätten zu. Und dann kommt von mir nichts mehr und Nilfin ist am Zug. Nilfin hatte verzögert. Du hast ihn jetzt getroffen und du hast schon in ihn reingehauen. Mhm. Wir machen jetzt Folgendes. Jeder, du und ich, legen jetzt unsere nächste Aktion verdeckt. Und dann gucken wir, was passiert. Was heißt Fertigkeit einsetzen? Achso, irgendeine der... Ja, genau. Ich habe meine Aktion. Was ist der Unterschied zwischen Standardangriff und kompromissloser Angriff? Der kompromissloser ist eine besondere Nahkampfaktion, wo du voll offensiv reingehst. Standardangriff ist entweder Nahkampf oder Fernkampf, ein normaler Angriff. Du kannst jetzt eh kaum nahkämpfen, wenn du nicht mit dem Kolben von deiner Waffe hauen willst. Du kannst auch weiter feuern, ja? Wähle deine Entscheidung in 3. Ja, Sekunde, ich habe gerade noch nicht damit durchgelesen. Ja, mach. Was ist der Unterschied zwischen Standardangriff und Mehrfachangriff? Mehrfachangriff ist eine besondere Nahkampfaktion, bei der die du eh nicht tun kannst, weil dir das Talent fehlt. Gut, also kann ich genau angreifen. Du kannst auf ihn schießen, du kannst versuchen zur Seite zu rollen, indem du Verteidigungshaltung nehmen würdest, du kannst eine Fertigkeit einsetzen. Ich hab, du kannst versuchen, ihn umzureißen, indem du ihn runterschubst im Nahkampf. Ist deine V, was dabei steht? Das heißt nur, dass es eine volle Aktion ist, aber das ist jetzt erstmal wurscht. Gut, das heißt. Ich finde zwar die Karte nicht, aber ja. Was willst du tun? Standardangriff und dann Rest aus der Deckung gehen da. Also magst du einen Schuss abgeben, nicht mehr vollautomatisch schießen. Okay. Standardangriff ist ein einzelner Schuss und automatisches Feuer wäre wieder 10 Schuss. Ja, dann brauche ich mal auch die Karte. Gut. Also hier Vollgas drauf. Ich bin ja eh noch im Vollfeuermodus. Ich werde einfach mal auf den draufballern. Passt. Von der Adrenalin. Er reagiert darauf. Die Karte, die ich ausgesucht habe, heißt Verteidigungshaltung. Ja.
die ist stellvertretend dafür, dass er versucht, sich jetzt hinter die Kante fallen zu lassen und du schießt auf ihn. Ich mach ausweichen, du machst vollautomatisch, du kriegst wieder deine plus 50, aber diesmal darf er reagieren, weil er genau weiß, dass du auf ihn schießt. 26? Nein, 29, Entschuldigung. Wie viel Erfolgsgrade? Sekunde, plus 50 war das? Ja. 81 auf 29. 5? Bei 31 wäre das Ding. 5. Ja. Du reißt die Waffe runter, als er abrutscht. Er versucht in Deckung zu springen, aber du bist ein Stückchen schneller mit dem Abzug. 5 Erfolgsgrade heißt 6 von 10 Treffern in seinen Körper. Das müssen wir nicht mehr auswürfeln. 26, 62, es würde Körper losgehen. Körper, Körper, Kopf. Kopf, Körper. Und dann in irgendein Bein rein. Also. Du bist schneller als er, habe ich gesagt. Alle 6 Treffer, 6 von 10 Treffern im Ziel. Du streichst ihm fleißig Munition ab. Und er stürzt völlig zerhakt, wie er durch den Fleischwolf die Kante runter. Lässt dabei sein Repetiergewehr fallen. Und suppt den Hang mit seinem Blut voll. Sehe ich über den Hang? Du kannst noch rausgucken. Also, was macht der Zweite? Die waren ja zu zweit eigentlich auf dieser Ladefläche, oder? Oder war das noch einer? Nee, der eine ist ins Haus gerannt. Ach, der ist ins Haus gerannt. Hier ist der rausgesprungen. Okay. Meine Aktion hier. Nee, das war gerade Nifits Aktion. Das ist deine Aktion jetzt dran. Ja. Ich möchte den Typen am Mörser attackieren und eigentlich umbringen. Ja, du hast nichts außer deinen blanken Händen gerade. Das ist völlig egal, weil ich ja sicherlich tolle Handschuhe habe und meinen lodernden Hass gegen diesen Ketzer. Das ist auch völlig ausreichend für mich. Alles klar, dann geht's los. Du rennst auf ihn zu und dann Impact! Rein. Du kannst einen Sturmangriff machen. Der Sturmangriff gibt dir plus 10. Ja. Du kriegst nochmal plus 10, weil du Hass auf Ketzer hast. Dann bist du bei plus 20 und du willst jetzt deinen Wert für Kampfgeschick. Ja. Also plus 20, oder? Plus 20. Was ist die 0 nochmal? 10. Oder 0. Je nachdem, welche Stelle du hier hast. Vorne. Die 3. Okay. Er holt gerade seine nächste Granate und du. Er kann nicht ausweichen, weil du, sag ich mal, voll in den Rhein brandest und er nichts hat aus der Richtung kommen sehen. Du hast unzählige Erfolgsgrade, vermutlich. Mit deinem Kampfgeschick sind das. Ja. Nicht ganz 5. 4 Erfolgsgrade. Und haust voll rein. Machst einen Schadenswurf. Der geht normalerweise mit einem W5. Mhm. Du addierst drauf. Normalerweise zieht man beim W5 noch was ab, aber weil du deine gepanzerten Handschuhe trägst, sagen wir, machen W5 Schaden plus deine Stärke plus den Stärkebonus. Das heißt, ein W5 plus 4. Okay. Halbierst deinen W10 einfach, nachdem du ihn geschmissen hast. Ich habe eine 3 gewürfelt, also. Eine 2? Mit so einer 2 plus 4 sind 6. Und du rennst hin und BAM! Zimmerst ihm eine rum. Und er gerät tatsächlich ein bisschen ins Straucheln, weil er ja hier oben auf dem Fahrzeug sitzt und kann es nicht abfangen. Und wenn du jetzt nichts anderes tun würdest, würde er vermutlich mit der Granate vom Panzer fallen. Willst du was anderes tun? Okay. Und fällt nach vorne über, rutscht vom Panzer, stürzt nach unten und wir machen mal einen Zufallswurf, ob die dabei hochgeht. Vor dir ist noch so diese Kiste mit den anderen 8 Mörsergranaten. Und dann würfeln wir mal auf Zufall. Was nehmen wir da? Für einen Würfel, um zu sehen, ob da was schief geht. 50-50. 50% Chance, dass die Mörsergranate hochgeht. Die ist eh schon scharf. Ja, 50% Chance. Den Wurf darfst du machen. Mit? W100. Und alles, was. Und magst du, dass sie hochgeht? Ich würfel jetzt erstmal. Alles, was unter 50 ist, lässt sie nicht hochgehen und alles, was über 50 ist, lässt sie hochgehen. Sie geht nicht hoch. Okay. Nichts passiert. Ja, da stehst du nun. Neben dem Mörser. Ja. Nächster. Neue Runde, Viela. Also ich habe das ja beobachtet, oder? Dass die auf den Mörser-Typen. Ich war ja in der Blickrichtung.
nachdem ich meinen anderen abgeknallt habe. Mit einem anspruchsvollen Aufmerksamkeitswurf, weil das hast du alles gesehen. Anspruchsvoll ist... Das ist 0. Ja, 29, das passt. Du hast eine gute Position, du überwachst das, du siehst, dass die Gestalt erst vom Kreuz runtersteigt und dann diesen Typen am Mörser packt und von dem Panzer schmeißt. Aus der Ferne sieht es tatsächlich aus, als würde sie ihn nehmen und vom Panzer werfen. Okay, also mein ursprünglicher Plan war, sie umzubringen, aber nachdem ich sehe, dass sie... Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe auf den Mörsertypen los, jetzt hat sie den Mörsertypen. Aber da war ja noch was irgendwie in der Mauer hinter mir, denke ich mir. Also ich habe ja gesehen, da ist was hochgegangen, aber ich denke mal, da kommt noch was. Deswegen würde ich mich jetzt wieder umdrehen zum Südtor. Ich würde da die Lage checken, weil da vorne ist ja jetzt soweit alles klar. Und dann siehst du sie gerade verschwinden in deinem Tuchwinkel. Nee. Kleine Gruppe von 5, 6 Typen. Okay, wo gehen die hin? Schau jetzt auf der Karte hier. Der ja. Bildschirm an. Mhm, ja. Hier. Du schaust hier runter und du siehst sie gerade mit den letzten Zipfel verschwinden in Richtung der Generatorenhäuser. Super! Du hast die Aktion gesehen, du hast geguckt, du hast dich umgeschaut, du kannst noch eine halbe Aktion machen, was dir immer wichtig ist. Okay, hier vorne war ja für mich jetzt nichts Aktuelles mehr. Also der Typ ist ausgeschaltet, der den Buggy gefahren ist. Der Mörser den ist... siehst du nicht mehr, den Buggy. Okay. Der Trupp in der Mitte ist explodiert, hier sind noch einige, die durch die Reihen gehen und... Okay, morgen. Dann gehe ich jetzt mal hier nach rechts. Und zwar auch in Richtung von ihr, weil ich habe von ihr jetzt nichts mehr gehört. Also gehst du hier lang, um die Kurve, ja. Links rum. Ja. Okay, passt. Du stehst auf. Hier ist da. Gut. Du. Du magst diese Kugel einsetzen und einen W5 heilen. Machen wir. Dann darfst du selber deinen W5 schmeißen. Okay, passt. Du darfst noch deine Aktion machen. Die nähern sich an. Irgendwann hast du vielleicht sogar eine Reichweite, auf der du ganz gut auf sie schießen könntest. Aber eigentlich stehe ich ja da zu weit drüben. Also ich müsste noch... Wenn du hier hinten hinkommen genau. Würdest, wäre es natürlich noch besser. Komme ich dann nur mit Rennchen? Müsstest schon, um an dem Krater und so jetzt gut durchzukommen. Mit einem Wurf für Gewandtheit schaffst du es auch. Nein, mit einer halben Aktion schaffst du es eher nicht. Du müsstest drüber rennen. Du kannst dich aber noch hinschmeißen oder irgendwas tun, was du willst, wenn du ankommst. Du müsstest schon deine Aktion Rennen einsetzen. Wenn du kriechst oder so, damit du immer gedeckt bleibst, kommst du lang nicht an. Dann renne ich und schmeiße mich an deine. Ja, du bist eh schon so halb in der Hocke. Springst auf, rennst rüber und jetzt mach noch einen Wurf für Gewandtheit, um zu sehen, ob du da gut durchkommst, durch dieses schwierige Gelände. Ja. Ja, du schaffst es, nicht in den Krater zu rutschen, bist vorbei und bist jetzt hier hinten. Und schmeißt dich hin. Mit deiner Schrotflinte. Gut, die Typen sind dran und... Die bewegen sich weiter. So in die Reichweite, dass sie langsam ihre Fläschchen werfen können. Die beiden bringen das Maschinengewehr in Ordnung oder eben auch nicht. Nein, jetzt beten wir beide. Wir müssen beten, während wir es tun. Ja, sollte ein Karator. Es ist tatsächlich ein... Muss man zu ihrer Verteidigung sagen, das sind keine totalen Nichtskönner, sondern es ist tatsächlich ein unglaublich kaputtes Maschinengewehr. Aber es ist trotzdem, sage ich mal, ihre Zwiegespräche, die du mitbekommst, sind trotzdem, wirken ein bisschen amateurhaft. Ja, vor dir siehst du ihn nur runterrutschen, du hast dir den Überblick verschafft. Und in dem Moment geht so im Gasthaus das obere Stockwerk in Flammen auf. Immer noch schreien Menschen, immer noch wird durch die Reihen gemetzelt. Fokus. Ich muss langsam wieder mobil werden. Ich kann auch Blut stillen.
schmeißt deinen Würfel. Du hast keine Blutung, du hattest ja. Du hast einen schusssicheren Mantel an. Du hast einen Lavablastmantel. Ja, ja, aber ich dachte, die wäre durchgegangen oder irgendwie in der teilweise. Du hast jetzt keine Risszeichnung deines Beins mit dem Mantel, aber der verhärtete Armablast verhärtet sich ja, ja, ja. Und das Held hat eine Menge abgehalten. Ich bin schwer verletzt am rechten Bein. Du bist schwer verletzt am rechten Bein, hast da vielleicht das Fleisch aufgerissen durch den Aufprall, hast vielleicht da sogar was freiliegen, aber jetzt keine laufende Blutung. Achso, okay. Also keine Arterie aufgerissen, kein Durchschuss. Ich befürchte, dann muss ich auch mal ein bisschen heilen. Dann heilst du. Darfst mir 5 schmeißen. Moment, hoch. Hoch. Blau ist gut. Oh. Der andere war besser. Nee. Der andere wäre erstmal für die Niedrigen. Okay. Das ist meine 10er Stelle. 8, also 4. Heißt 4. Das ist nicht schlecht, denn du bist jetzt nur noch leicht verwundet. Yes. Jetzt machst du das. Heißt, das Dreier ist übrigens auch nur noch leicht verwundet. Yes. Ich bin übrigens gar nicht verwundet. Ich lade auf alle Fälle mal nach. Für das Magazin, das ich jetzt habe, dürfte fast leer sein. Also ich tausche die Magazine, oder? Check. Passt. Du lädst nach, kostet dich eine volle Aktion. Dann ist der nächste dran. Ja, du. Ich muss mir jetzt kurz einen Überblick verschaffen. Das Fahrzeug ist etliche Meter lang. An der Hinterseite geht es nochmal so ein Stück nach oben, wo dann diese Auspuffrohre sind, die diesen Ruß zu dieser Staubwolke dazu packen. In der Mitte ungefähr, ziemlich zentral, ist dieser Schrein. Und vorne ist tatsächlich so ein leichter Reling, wo dieses Maschinengewehr drauf ist. Außer den beiden Typen, die da vorne sind, siehst du keinen mehr. Alle anderen sind irgendwie runtergesprungen, ja, du bist von der Höhe her 3-4 Meter über dem Boden. Mhm. Ich möchte die Typen vorne natürlich auch ihre Gerichte und Strafe zu führen mit meinen klugsten Händen. Okay. Ist ja klar. Rennst du ihn hin, du kommst an dem Schrein vorbei, du kannst das Ganze quasi mit dem Sturmangriff in deiner Sturmangriff-Reichweite abhandeln und dann kriegst du plus 10 und nochmal plus 10, weil du sie echt nicht leiden kannst. Ja. Wo steht das Fahrzeug noch mit? Immer noch am Tor? Ja. Mhm. Linker oder rechter zuerst? Rechter ist der Ladeschütze und linker ist der Bediener. Den linken. Okay. Dann geht's los. Was war das? Plus 20, plus 20, ja. Okay, auf Kampfgeschick, ne? Ja. 44. Und was? 52. Also es ist ein Unerfolgsgrad geschafft. Mhm. Und du kannst Schaden machen. Nimmst wieder deinen W5, zählst wieder deine plus 4 drauf. 5 plus 5, 10. 5 plus 4? 4 war es, ja. 9. Ja, du rennst hin und BAM! Haust ihm voll eine Runde, 42. Nee, 44 hattest du oder sowas? Ja, 42. 42, 4. Keine Ahnung, ja. Nee, 44 von 52. Mhm, ja, sowas. Körpertreffer, gibst ihm einen voll in die Seite. Puh, 9 Schaden ist eine Hausnummer. Mit bloßen Händen und dann bleibt übrig, dass er so leicht zusammensinkt. Oh! Und sich zu dir umguckt und dann großer als er sieht, wer da hinter ihm steht. Ja, der andere kriegt das definitiv auch mit. Mhm. Fehler? Ich bin ja da hingelaufen. Aufgestanden bist du. Aufgestanden. Überblick verschafft hast du dir. Ja. Damit jetzt rennst du hinter die Ecke. Ja, genau. Richtung Gaia. Kommst ungefähr hier an, wo sie davor lag. Okay. Siehst auch plötzlich, dass die Typen hier gerade sich zum Wurf, zum Werfen bereit machen. Okay, Distanz ist wahrscheinlich auch so wieder 150 oder 90, oder? Von ihr sind sie jetzt noch so, ja, 30 Meter. Okay. Und von dir sind sie jetzt vielleicht 50 Meter. Okay, hinschmeißen und schießen. Ja, du bist ja um die Ecke gerannt. Hast ein ganzes Stück hinter zurückgelegt.
Mit einem Geschicklichkeitswurf könntest du vielleicht noch einen Schuss aus der Hüfte machen. Aber mehr geht wirklich nicht. Ja, so bin ich halt. Ich denke da nicht nach. Gewandtheit hast du gesagt, mhm. Ja? Ja. Schaffe ich. Und zwar sogar mit... Hast jetzt eine halbe Aktion übrig. Also mit 30 Tore drunter. Also ich kann jetzt entweder schießen oder zielen. Mhm. Wie sieht es aus? Habe ich das Gefühl, die nächste Runde werfen die oder mhm. dann machen wir gerade schon werfen bereit. Dann schießen. Los geht's. 3. Machst du den Nilfi? Ja, ich mache einen Nilfi. Nichts getroffen? Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Es müsste an seiner Hand vorbeigeschossen sein, weil 37 zu 34 ist wirklich haarscharf. Für die Reichweite würdest du nochmal plus 10 kriegen. Oh, dann für den Standardschuss nochmal plus 10. Dann schaffe ich's. Aber weil du halt so aus der Hüfte schießt und es nur so ein recht schneller Schuss ist. Nächstes 5, dann würde ich auch schnappen. Nee, minus 20. Das sind 3 Punkte, die nicht mehr gehen. Also du hast halt eigentlich, bist du schon viel zu weit gerannt in dieser Runde. Und du hast noch schnell den Schuss aus der Hüfte gewagt. Aber du kommst auf plus minus 0. Und deshalb triffst du ihn nicht. Dann ist Kaya. Ich hab's einfach vorbereitet für dich. Du liegst. Du bist 30 Meter weg. Du machst einen Einzelschuss. Los geht's. Kann was werden, wegen dem Streuradius, weil sie so brennende Flaschen in der Hand haben, könnte was werden, aber es ist nicht leicht. Plus 10 kriegst du durch den Einzelschuss. Mehr. Alles andere musst du wissen. Willst du... Du hast ja zwei Aktionen. Du könntest eine halbe Aktion zielen, wenn du das willst. Ziel eine Aktion und schießen. Das wäre plus 20. Wenn du jetzt auf was Spezielles treffen willst, musst du dir wieder Abzüge gefallen lassen. Ja. Einfach rein. Los geht's. Plus 20. Nein, komm, das sind genügend. Du wirst schon einen davon treffen. Ja. Ja. Kopftreffer sind überwürfelt. Okay, was hast du gewürfelt? Bleibt ein Körpertreffer. Und da kannst du Schaden machen. Könnte immer noch klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Das macht mir wirklich Hoffnung. Sechs ist gut, denn nach meiner Regel, wenn dein Durchschlag größer ist als deine Rüstung, dann darfst du jetzt gerechten Zorn machen, obwohl du keine 10 gewürfelt hast. Hast du eine 6 gewürfelt? Ja. Nee, ich hab eine 2 ist 4. Ja, dann nicht. Ja. Schrotladung fetzt über ihn rüber, du machst deine 6 Punkte Schaden. Er hat unglaublich viele kleine Löcher in seinem Körper, aber... Sorgt nicht dafür, dass alle explodieren. Vielleicht, aber es sind ja 5 oder so. Eine reicht uns. Fetzt in ihn rein. Kleine Kügelchen und dann macht sich der erste zum Wurf bereit. Und der zweite schmeißt hinterher. Dafür muss ich einen Wurf machen auf Gewandtheit. Für jeden Misserfolgsgrad fliegt sie weniger weit. Müssen wir jemand mir... Du hast die Granaten rausregeln? In deinem Charakterbogen habe ich dir die nicht gegeben? Ich glaube, das waren die, die ich noch nicht hatte. Bedauerlich. Ausregen. Eigentlich haben wir jemanden, der kämpfen kann. nicht so wie ich, der ist hier nur zum Glück. Zum Glück. Ich finde der Glück schon vorbildlich. Zwei drin ausgeschaltet, kein Kratzer. Ein Toner. Wenn man so aufgewachsen ist wie ich, dann weiß man einfach,
Satelliten ins Gesicht geschossen, der hat nicht mehr angehalten. Aber nicht gut, nicht gut. So. Er hatte keine Zunge mehr. Stärkebonus. 30, 9. So wäre ich auch. Minus 4 ist Erfolgsgrade. Das abgerissenen Unterkiefer wieder einsetzen und noch fluchen dabei. Das ist schön, so zu leben. Ja, die erste fliegt und geht, ohne Schaden zu verursachen, auf dem Platz zwischen den Häusern auf dem Boden und hinterlässt dann brennende Lache. Die zweite fliegt zu kurz. Und zündet die ersten der Werfer mit an. Das warst du. Eindeutig. Die dritte wird, obwohl das Benzin an ihm hochleckt, noch geschmissen. Ist ja sehr willensstark gerade. Aber fliegt zu weit links und landet. Hier ist mal 1, 2, 3, leckt hier rüber. Und die vierte wird nicht geworfen, weil der Typ Feuer fängt mit seiner Kutte und Panik kriegt. Und ja, es brennt um die Generatorenhäuser, aber nicht. Es hat kein Haus direkt getroffen, es ist in keine Werkstattfenster reingegangen, ein Feuer, was man vielleicht wieder löschen kann. Ja, die jemand vor dir, der große Augen kriegt, ist nicht willensstark genug und fällt auf die Knie und fängt an zu beten. Oh, oh, errette uns, großer Imperator, errette uns, ja, schick uns deine heiligsten Diener. Und sabbert und geifert irgendeinen Scheiß vor sich hin. Der andere, der den Schlag reingekriegt hat, der ja, bestrafe uns für unsere Sünden. Ja, wir sind alle nur Schmutz unter den Füßen des Imperators. Und hält dir die andere Wange auch noch hin. Und ansonsten gibt es viel Gemetzel zwischen den Zelten, aber ihr kriegt gerade nichts davon mit. Dann hat Nilfin noch eine Aktion. Hab nachgeladen. Rennt jetzt irgendwo hin? Ja, Richtung Gasthaus. Und dann hast du noch eine Aktion? Ich prüge weiter auf ihn ein. Du musst einfach sterben, dieser Ketzer. Ich möchte seinen Schädel einfach brechen. Ja. Ja. Der wehrt sich nicht und du schlägst ihm einfach irgendwie den Schädelbasisbruch mit Anlauf ins Gesicht. Ich auch. Und dann, da müssen wir nichts für würfeln. Dreier, nee, Viela hat vielleicht noch eine wichtige Aktion. Ja, es steht da noch einer. Zwei haben angefangen zu brennen vorne. Einer springt weg und hat seinen Brandbombe gar nicht geworfen. Die anderen haben geschmissen. Einer, bei einem ist ja ausgegangen, glaube ich. Den hat Viela getroffen. Nee, Graja getroffen. Ach, einer ist noch gefährlich. Nimm ich mir den vor. Ja, du stehst da. Nimm mir die Zeit zum Zielen. Zielen, schießen. Mhm. Ist trotzdem in halber Reichweite. Kriegst plus 10. Zielen. Gibt dir plus 20 bei deiner Waffe. Das wird plus 30. Ja. Wie viele Fox gerade? 46. Was? Plus 30 hatte ich. 2. Okay, dann kriegst du mit 10 extra Schaden. Aber musst du gar nicht würfeln. Wo hast du ihn getroffen? Er fällt um und die Flasche zerbricht. Ich dachte schon, wir wollen rüber und zünden alles an.
zerbricht. Promethium sickert aus oder was auch immer, die werfen Alkohol, Fusel, sickert aus, fängt sofort Feuer, es lodert, aber das ist ja keine Bombe, sondern es ist ja eine Brandflasche. Und fängt an von drüben zu lecken, die Meute zerstreut sich ziemlich schnell. Immer noch züngeln einzelne Schüsse durch die Gegend. Dann gehen wir mal auf Jagd, ne? Und man hört immer noch Schreie, Zelte stehen in Flammen. Und kannst du laufen? Ja. Mach mal bitte das hier aus. Wir müssen mal nach vorne gehen, da war irgendwas. Wo ist denn Hilfe? Ist auch nicht irgendwo da vorne. Ist aus? Ich denke mal, der hat sich um die. Aber alles ist eigentlich grob von viel, viel von diesem Schmauch, Rauch, rußigen Flammen, den ganzen Explosionen so weit verhüllt und verdeckt, dass ihr ein bisschen, ja, euch fehlt ein bisschen der Überblick über eure Gesamtlage. Schüsse hallen durch den Nebelschwaden umhüllten Platz. Du lässt gerade den Körper des zweiten von diesen Leuten, die diese Maschinengewehr bedienen wollten, von dem Panzer sinken. Was ist denn deine erste Intention? Wenn du dich umschaust, siehst du nur Rauch und es ist stickig und überall sind einzelne brennende Zelte. Hab ja die Kathedrale gesehen. Versuche noch erstmal einen Überblick zu gewinnen, aber es ist einfach zu neblig und trotzdem habe ich den Impuls, einfach jetzt erstmal in die Kathedrale zu gehen als allererstes. Ja. Ich springe vom Panzer, aber das würfel ich gar nicht erst aus. Ich bin einfach viel zu erschöpft. Noch für einen Moment lande ich vielleicht so auf den Füßen, aber ich kippe einfach um. Vielleicht ein bisschen wie ein Zeitlupe-Pferde, wer das sieht, aber. Ja. Ja, aber ja. So. Währenddessen, Nelfin, du eilst zu dem Haus, das Gasthaus steht in Flammen. Mhm. Hinter dem Gasthaus ist richtig viel Rauch, einzelne Schüsse. Du hast ein frisches Magazin eingelegt. Hinter dem Gasthaus siehst du, wie ein, zwei von diesen vermummten Leuten durch so eine Gasse rennen, zwischen den Zelten durch. Schießt du? Sie rennen von mir weg? Nee, sie rennen so quer zu dir. Vor die Flinte fast. Ah ja. Viel Überblick habe ich eh nicht. Vor sie schießen, schießt du. Bau, 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 die Körper fallen um. Du merkst, das Gasthaus willst du nicht mehr betreten. Steht lichterloh in Flammen oben. Greia und Viela? Sag mal, also ich habe den das letzte Mal da vorne gesehen. Ich weiß auch nicht, warum der nicht hinter uns her ist, aber vielleicht macht er seine eigene Nummer, wer weiß. Ja, dann gehen wir mal davor und schauen mal. Und also irgendwas war da komisch vorhin. Was denn? Naja, also ich habe nichts gesehen. Da war irgendwie sowas Gekreuzigtes, keine Ahnung. Und das hat dann die Granatenwerfer. Also eigentlich wollte ich das Gekreuzigte umbringen, weil ich mir gedacht habe, du weißt es ja, wie das mit diesen komischen Typen ist, die Gedanken beeinflussen, weißt du noch? Ja. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das sowas. Dann wollte ich es umbringen, aber ja, ich muss ja erst den anderen umbringen. Und nachdem ich dann mit dem fertig war, habe ich gesehen, dass sie runtergegangen ist und einen von diesen Granatenwerfern angegriffen hat. Aber frag nicht, wie ist das Ziel? Naja, das, was da irgendwie hing. Ich habe keine Ahnung, was das war. Sag mal, und wo ist eigentlich dieser Lord? Ja, und den habe ich gar nicht mehr gesehen, seit wir haben den mal brauchen. Jetzt lass uns mal Nelfin suchen und dann glaube ich, muss man da vorne aufräumen. Also ich glaube, hier hinten sieht es ganz safe aus. Ja. Und wo ist eigentlich der andere? Aus dem Fuß und Rauch kommt eine Gestalt auf uns zu. Ihr hebt eure Waffen und seht die blutüberströmte Gestalt von Warlord Koske, die
hinter sich an der linken Hand herzieht, an den Kapuzen drei so Köpfe von solchen Typen, in der rechten Hand so eine Machete hat, ja. Mehrere von seinen Pistolen an seinem Gürtel steckten, verloren hat und ansonsten blutbespritzt ist. Ein Mann nach meinem Geschmack. Hey, ihr da! Ja? Frauen vom Gottimperator geschickt. Warum haben uns Setzjünger der Stimme angegriffen, hä? Setzjünger der Stimme? Das gilt es jetzt zu erkunden. Das war selbst für Sie totaler Wahnsinn. Ach, das stimme ich euch zu. Was hat Sky gemacht? Unsinn. Warum hat er sich mit Set zerstritten? Das kann ich. Was spielen diese ganzen Leute hier für Rollen? Ich werde sehen, dass es irgendjemand herausfindet. Ja, verflucht. Ja, in der Tat. Wie weit ist jetzt die Stadt unter Kontrolle? Ja. Krieger sind ausgeschwärmt. Die Netze werden niedergemacht. Viele Verluste, große Verluste. Ja. Ist der schon in Sicherheit? Im Hintergrund lecken die Flammen gerade in so ein Werkstatthäuschen rein und fangen an, das zu verbrennen. Totensängerin. Die Totensängerin ist in Sicherheit. Sehr gut. Flammen, da. Drüben. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber vielleicht sollten wir darüber reden, weil... Sind da nicht die Generatoren? Er zieht die Mundwinkel runter und wiegt das Ganze ab, was du sagst. Möglich. Wahrscheinlich. Dann wäre es eine gute Sache, wenn man es löschen würde. Ja, sucht jemand, der das macht. Hervorragende Idee. Ich kenne auch wirklich viele Menschen hier, ja. Schaffst du schon. Ja, sicher. Geht wieder in den Ruß rein. Ach, ich finde ihn wirklich gut, aber... Entschuldigung. Also, wo war's da? Also, mit mir spricht er. Hey, Koske! Schnell! Schnell, zur Kathedrale! Hoch zum Eingang! Ich glaube, wir müssen rein. Ja. Wir müssen zum Eingang. Ja, ich meine... Die letzten Schüsse verhallen. Du gehst durch die Reihen der brennenden Zelte. Ich blinze noch ein paar Mal, versuche, mich irgendwie aufzustellen. Es klappt nicht. Du hast den beruhigenden... Ich kann das gar nicht fassen, weil ich jetzt vorher... Lüfter deiner... deines Rückenmoduls und auf einmal merkst du, wie das bisschen, was du an Kraft reinsteckst, natürlich trotzdem noch ein bisschen mehr wird. Aber ob das reicht? Nein. Okay. Ich lande wieder so diese paar Zentimeter, die es hochgeschafft hat, lande ich aber wieder auf dem Gesicht, versuche anzuatmen, irgendwie zu rufen, aber es ist mir nur ein Keuchen, Husten. Du eilst durch die Zelt rein und merkst das plötzlich. Vor dem Rauch, überall um dich herum schwelende brennende Zelte, Leichen und durch den Rauch dieses gewaltige Konstrukt von diesem gepanzerten Wagen siehst. Taucht so vor dir auf, vor dir und deinem Sturmgewehr. Dann hörst du so ein bisschen Husten. Schwach und heiser. Was ist das denn für eine Gestalt? Ich werde nochmal überlegen, ich hätte nichts davon mitbekommen, ne? Mit dem ganzen Kreuzgedönse. Wer bist du? Auf mit dir! Steh auf! Ich versuche zu rufen, aber es ist einfach immer nur ein. Ja. Du atmest viel Rauch ein. Das ist nicht geil. Du
versuchst was zu sagen. Das kommt krächzend raus, genau wie du es beschreibst. Du musst hier raus aus dem Rauch. Mach mal bitte einen Wurf auf Widerstandskraft. Klappt gut. Dann hustest du noch ein bisschen weiter vor dich hin. Ohne dass was schief geht. Du musst hier raus. Oben war es schon schlimm, aber hier unten ist es noch dichter. Ich schaue mir diesen ganzen Wagen an. Ich sehe die Leichen, die auch tatsächlich nicht so aussehen, als wären sie erschossen worden. Ich finde das sehr merkwürdig. Doch ich habe das ja alles nicht mitbekommen. Die meisten haben Schusswunden. Auf den ersten Blick. Die meisten haben Schussverletzungen. Die wurden noch gar nicht getroffen. Welche Leichen? Na, vor allen Dingen die beiden, die am Maschinengewehr waren. Gut, die siehst du jetzt nicht. Du siehst hier einen Haufen Typen. Ein paar Leute sind vom Tor weggeflogen. Ein Haufen Leute wurden niedergemäht von dem Maschinengewehr. Andere wurden niedergemacht von den Leuten, die hier rumrennen. Ich meine, du bist so vor diesem Konstrukt, ja, aber du bist noch nicht so nah dran. Und hier sind einfach überall in den Zelten sind Leichen. Ach so, wie nah bin ich denn dran an dem etwas da am Boden? 8 Meter. Was sehe ich? So, dass du es husten kannst. Ja, da liegt halt jemand in der Gestalt im Rauch. Die hustet auch immer noch. Wirkt wahrscheinlich auch ein bisschen. Mach nochmal einen Wurf auf Widerstandskraft, bitte. Immer noch. Ja. Kämpft für Wissen um ihr Leben. Waffe im Anschlag näher ran. Du gehst in den Rauch rein. Am Anfang wird es eklig, aber du musst noch nicht würfeln. Kommst näher ran. Und dann siehst du da im Schein der Flammen ein bisschen kupferfarbenes Metall aufblitzen. Irgendetwas, was ich erkenne? Wenn du näher kommst, auf jeden Fall. Dann gehe ich noch näher, trotz des Rauchs, der anfängt in den Augen zu beißen. Das muss dir dann jemand anders erzählen, was du dann siehst. Du siehst eine schlanke Gestalt. Sie hat am ganzen Körper eine kupferfarbene Rüstung. Sie sieht aus wie flüssiges Kupfer. Das, was man von der Kutte sieht, an den Armen, hinten am Rücken, vorne wahrscheinlich auch, ist grau, aschgrau. Der Kopf ist frei, ein kurzer Haarschnitt. Hier im Nacken ausrasiert, fällt über das Gesicht. Die Haare sind grau. Auf der Panzerung ist ein Totenkopf, hier eine Lilie. Und hier auf der Kutte irgendwas Besticktes. Das Einzige, was mich im Moment davon abhält, einfach direkt drauf zu schießen, ist, dass ich mir denke, das sieht einigermaßen wichtig aus. Typisch Neffi. In der Tat. Unglaublich, jetzt sofort umgebracht. Steh auf! Ich würfe mal nochmal auf Widerstand. Klappt nicht. Ja. Fängst du an zu würgen und allein die ganze Asche und das ganze Zeug bringt dich halt dazu, dass du so richtig und zu wenig Sauerstoff, der in deinen Lungen ankommt. Du kriegst eine zweite Erschöpfungsstufe. Es wird still und ihr hört auf jeden Fall Nilfins Ruf. Nilfins Stimme, die durch den ganzen Rauch hindurch halt. Hast du das auch gehört? Ja, ich habe nie von gehört, aber wo kann das her? Also ich würde sagen, von der Richtung. Ich lebe da noch. Also ich habe nicht gedacht, dass er davon ist, so alleine überlebt. Also, was ist das da vorne? Keine Ahnung, ich sehe da immer nur noch Rauch. Ihr seht das auch deutlich. Der Rauch hat sich so ein bisschen verzogen, seht ihr die Silhouette von dem Panzerwagen. Ja, ein Panzerwagen ist. Naja, schauen wir uns das mal an. 15 Meter lang, 5 Meter breit.
Ach, das ist bestimmt noch was. Das ist bestimmt noch was zu umbringen. Komm, lass ihn nicht alleine Spaß haben. Ja, ihr nähert euch an. Mhm. Währenddessen hört ihr wieder Nilfins Rufe, oder? Nilfin macht jetzt mal einen Ruf auf Widerstand. Der steht da auch mitten im Rauch drin. Königreich für einen Respirator. Was für ein Rot war das? 67. Eieieiei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Widerstand. 32. Also, du krasser Hustenanfall. Verhustest dich und hustest eine Zeit lang, du hast richtig Schmerzen in der Lunge, kriegst eine Erschöpfungsstufe. Ja, dann kannst du auch nochmal einen Widerstandswurf machen. Nee. Ja, du fängst, du wirkst richtig und hustest weiter, fängst an Sterne zu sehen, kriegst eine Erschöpfungsstufe. Das ist ganz kurz, bevor du das Bewusstsein verlierst. Und dann wirst du hier ersticken. Wie schwer sieht diese Rüstung aus? Oder dein direkt Aufbau? Hinter dir ist so die Luke von diesem Fahrzeug, ja, und da schwelt es nur übel raus. Du bist da, liegst da direkt drin. Es verzieht sich schon ein bisschen, aber es ist immer noch viel Rauch, was da zusammenkommt. Nilfin, wo bist du? Ja. Ja. Ihr seht die Silhouette im Schatten stehen. Was machst du denn da? Hier ist doch alles tot, oder? Geh doch raus aus dem Rauch. Hier liegt noch jemand und sieht wichtig aus. Ach, wichtig gleich. Oje, oje. Na, dann nimm's mit und trag's raus. Ich versuche, irgendwie wegzurobben. Ja. Mitnehmen, raus in den Rauch. Ich glaube, ich finde es nicht, dass es klappt. Wo ist denn das Zauberwort? Sofort! Falsches Zauberwort. Ich glaube nicht, dass es gut hat. Ach komm, der krepiert noch in den Raum. Ach, das, Jeder, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um hier rumzuzicken. Ach, Jemine, unser harter Nilfin. Alle hat er besiegt und dann stirbt er am Rauch. Naja, dann helfen wir ihm wohl mal. Mit dem, was er aufgegabelt hat, was super wichtig ist. Wehe, das kann man nicht irgendwie versuchen. Ich sag nur, er sieht wichtig aus. Ja. Ja, Nilfin, du redest da und redest und saugst beim Luftholen immer mehr Rauch ein. Machst nochmal einen Widerstandsruf. Überzeugungskraft hier, ne? Ja, jetzt nochmal Widerstand. Widerstand ist jetzt plus 20. Und jetzt mal auf rumzureden, das wird hier langsam echt unangenehm. Juhu! 3, klingt gut. Ja, du hustest weiter, aber lässt dir nichts anmerken und hältst weiter deine epischen Reden. So schlimm ist es nicht. Aha, das hört sich aber nicht so an. Lass uns das hinter uns bringen. Ach, ich finde eigentlich sehr amüsant gerade. Ja, dann, ich meine, der auch bei dir wird es ein bisschen weniger Rauch. Du kriegst langsam, aber es geht kaum und du darfst auch einen plus 20 Widerstandswurf machen. Jetzt pack hier mal mit an. Nee. Und dann kriegst du eine vierte Erschöpfungsstufe und verlierst das Bewusstsein. Ja, also wir beschleunigen den Schritt. Hier, geht rein. Jo, und dann... Bestimmt aber gemächlich. Jo, wie immer. Kommt dann bei ihm an, seht die Gestalt. Die bewegt sich nicht mehr. Oh. Mann, hast du es umgebracht oder was? Ich schnapp's mir und zieh's raus. Schwerer als du denkst. Ah, das dachte ich mir. Soll ich dir vielleicht? So schwer wie du denkst. Okay. Dann eine Körperkraftwurf oder? Sind halt um die 100 Kilo. Ach, super, ja. Wir sind zu dritt. Wie wär's denn hier mal? Du kannst gar nichts mehr machen. Zusammen packt ihr an und jetzt beißt der Rauch in Augen und in den Lungen, aber zusammen mit feinen Kräften zieht ihr sie die Gestalt raus. Ich habe Lungen. Ihr zieht sie so weit weg von dem Rauch, dass ihr nicht mehr husten müsst und es nicht mehr so schlimm brennt. Und dann könnt ihr diese 100 Kilo schwere Gestalt hier hinlegen. Emily, das sieht ja gar nicht gut aus. Hast du es zu Tode diskutiert, aber was ist passiert? Ich habe doch gesagt, das sieht wichtig aus. Weißt du was? Das ist... Ich erkenne sie, oder? Dass sie da gehangen hat. Ja. Das ist die, die dann diese Mörsertypen vermöbelt hat. Nicht schlecht. Hä? Was meinst du mit Mörsertypen vermöbelt? Also erstmal... Hat jemand von euch Wissen oder Allgemeinbildung, imperiale Religion, imperialer Glaube, Ekklesiarchie? Nur Imperium. Keine Imperium? Mhm. Okay. Imperium habt ihr beide? Ja. Unterwelt. Dann könnt ihr einen Wurf auf Imperium machen mit plus minus 0. Ja.
siehst du an ihrer Rüstung eine Applikation von einem sonnengekrönten Schädel in einem großen I. Und du weißt, dass es sich um eine der imperialen Institutionen handelt, und zwar ums Ministerium, Adeptus Ministerium. Das ist die Kirche des Gottimperators. Und wer dieses Abzeichen trägt, dient der Kirche des Gottimperators. Sonnengekrönter Schädel in was? I. Im großen I. Also auf jeden Fall. Seht, sie ist vom Ministerium. 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 Ja, und? Du hast wieder keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Sie steht auf der Seite des Imperators und damit auf unserer Seite. Ja, natürlich, davon gehe ich doch mal aus. Wieso? Sonst hätte ich sie ja nicht diesen Mörser-Typen umgebracht. Also, um meine Geschichte zu erzählen, ich war gerade dabei, auf sie anzulegen. Aber wenn ich nicht gerade mit dem anderen Beschäftigten gewesen wäre, den ich davor nicht getroffen hatte. Ja, ich meine, du weißt doch, wie es ist. Wenn sie irgendwo hängen und dann sind das diese, die Gedanken beeinflussen. Was? Sag mal, bevor ihr ganz große Geschichten erzählt, sollten wir ihr nicht helfen? Naja, ich glaube, die atmet noch, oder? Wie willst du dir helfen? Was ist denn hier passiert? Das weiß ich doch nicht. Mal. Also mir ist so eine schon ganz übel geworden. Also wenn du mit so, also ich meine, die ist auf die Mörsertypen losgegangen mit bloßen Fäusten. Das wird ja einfach nicht gut getan. Mit bloßen Fäusten? Ja, ich hab's gesehen. Und hat sie, wow. Ich finde erstaunlich, dass sie überhaupt noch lebt. Vielleicht sollten wir sie mal umdrehen, nicht, dass sie irgendwie da hinten verletzt ist oder so. Schon mehr, ne? Liegt sie auf dem Bauch oder auf dem Rücken? Ich lag auf dem Bauch, jetzt liege ich also auf dem Rücken. Gut, wir sehen keine Wunden. Naja, also wenn sie keine Wunden hat, wird sie nicht verbluten. Sag mal, wo ist eigentlich dieser Lord Voss? Atmet sie? Sie atmet, ihr seht, also das Gesicht ist, die Lippen sind aufgeplatzt, an der Rüstung ist frisches Blut, das Gesicht ist ziemlich rosig, sehr fertig, wie jemand, der einfach unglaublich lange wach war und unglaublich viel durchgemacht hat. Auf der Wange ist eine kleine Lilie eintätowiert. Und sie sieht, wenn man jetzt nah bei ihr ist und sie gerade so bewusstlos bei euch liegt, sehr, sehr jung aus. Also ich würde sagen, sie sieht halt ein bisschen erschöpft aus. Wäre ich jetzt vielleicht auch nach der Aktion. Sag mal, warum seht ihr eigentlich so sediert aus? Frag nicht. Ja. Du neben kommst langsam wieder zu dir. Ja, wenigstens etwas, oder? Sprich sie doch mal an. Womit? Oh, sie macht auf. Sehr schön. Dann können wir sie ja fragen. Übrigens, solltest du ein Messer bereithalten. Nachher gehört sie doch zur anderen Seite. Ja, haben sie immer noch meine Waffe in der Hand? Ein Messer ist viel. Wasser von euch? Wieso Wasser? Ach ja, dazu würde ich gerne was. Ich Moment! Ich gern meinen Rucksack und nehme mir was zu essen raus. Warst du mit dem Rucksack in der Kirche heute Morgen? Ja. Stark. Ich befürchte, war sie tatsächlich. Ohne Essen gehe ich nicht aus dem Haus. Ja, was passt, weiter. Ich muss mal gucken, ob ich sicherlich eine Wasserflasche dabei. Dann nehme ich die Wasserflasche und trinke erstmal einen großen, guten, tiefen Schluck. Dann schaue ich euch beide an. Also wenn ihr meint, dass es keine Verschwendung ist, gebe ich da schon was zu trinken und beiß da währenddessen in meine Wurst. Ich zieh die Facekiefern-Schnapsflasche aus. Tauschen wir. Nein, das ist nur für könntest du mal aufhören, ans Essen zu denken? Wichtige Situation. Das ist das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Der tut besser als Wasser. Ich gebe ja meinen Schluck. Okay. Ihr seid alle solche Ärzte. Du weißt, wo wir herkommen. Ja, wieso? Ja. Schnaps ist immer gut. Hallo, sie wollte mein Wasser nicht tauschen mit Schnaps. Ich würde das sofort nehmen. Und ich fühle mich auch ganz schwach gesund. Habt ihr eigentlich gesehen, okay, wie ich dir dann angebracht gibt hab? Dir jemand eine Flasche oder hält sie dir hin. Und du gehst fest davon aus, dass es sich um Wasser handelt. Ich versuche also einen großen Schluck erstmal, aber ich merke schon sofort, dass es unglaublich auf den Lippen brennt. Und ich fange sofort an zu husten. Ja, sie ist Verschwendung. Ja, du spuckst die Hälfte wieder aus. Es ist furchtbar. Ich tausche, aber ich verschwende Brennen schnell Wasser. Das Brennen geht von deinen Lippen einmal in deine hintere Schädeldecke und du stehst in Flammen. Gaia, sei doch so gut und gib ihr Wasser, bitte. Ich schnappe deine Flasche und ziehe sie an mich und gib dir meine Lieblingsflasche.
Flasche auf. Weil du keine Kraft mehr dazu hast. Hey! Ja, hallo! Sie hat gesagt, sie braucht Wasser. Okay, also sie bekommt in der Zeit Wasser. Ja, sie halten dir wieder eine Flasche hin. Sehr viel zögerlicher nehme ich einen Schluck und merke, dass es Wasser ist. Im ersten Moment verstärkt es das ganze Brennen in meinem Körper noch und ich verziehe das Gesicht, aber dann trinke ich doch ein bisschen. Ja, Wasser ist doch unendlich gut. Ja. Ich beiß von meiner Wurst ab und schaue sie mir mal genauer an. Verstehst du uns? Oh, vielleicht spricht sie gar nicht unsere Sprache hervorragend. Was sprechen Sie? Niedergotisch. Ja, ich nicke. Ah, ich glaube, sie versteht uns. In deine Richtung. Na, wie heißt du denn? Ich versuche zu sprechen, aber es kommt nicht mehr als... Ich glaube, sie ist noch zu schwach zum Reden. Ach, zu schwach. Vielleicht sollten wir sie hier aus... Ja, wir sollten uns einen besseren Standort suchen. Ach, wieso denn? Weil wir neben einem Panzer stehen, alles brennt um uns herum. Ach, den Panzer können wir uns eigentlich mal genauer anschauen. Wer weiß, vielleicht sind da noch Waffen drin oder so. Oder was zu essen. Was zu essen, wirklich, meinst du? Stimmt, ja, bestimmt. Schau doch mal nach. Hey, ihr da! Ja. Ein großer Krieger von dem Gefolge von Koske steht vor euch. Ah, Koskes Krieger, seid gegrüßt. Sagt man das? Soll ich suchen? Kommt besser schnell mit. Worum geht es? Kommt mit, seht's euch an. Kannst du laufen? Ich versuche aufzustehen, aber es... Sprich, worum geht es? So schnell kommen wir hier nicht weg. Nein, wir gehen da jetzt mit. Ja, alle oder was? Krieger, kannst du sie tragen? Ist schwer, also ich sag's nur vorher. Ist doch einfach. Warum soll das gut sein? Weil wir sie brauchen. Ich mach mal einen Wurf auf eine Interaktionsfertigkeit. Oh, ich hab doch Überzeugungsdings da. Aber du überzeugst gerade niemanden, weil du nicht mit ihm redest. Charmiger, den ich anschaue. Charme? Du glaubst, dass ich einen Charme habe? Ich kann schleichen, aber ich kann ja nicht Charme. Na, dann kriegst du minus die Hälfte. Ich habe echt gut gewürfelt, aber ich Charme geht auf was? Charisma. Ich glaube, das ist mein schlechtester, oder? 400 pro. Oh, ja. Knapp daneben? Aber echt also, knapp daneben. Kein Misserfolgsgrad. Nö. Nee, passt. Du würdest auch noch einen Bonus draufkriegen, weil er euer Verbündeter ist. Ja, dann würde ich es schaffen. Ja, aber kommt jetzt mit. Ja. Geht doch. Er geht hin und 100 Kilo sind nicht so schwer für einen von Koskes Vorgängern. Und dann. Hast du es gesehen, wie es funktioniert? Packt er sie einfach so. Du bist die Beste. Ich weiß. Unterm Arm. Wundert sich kurz, dass sie so schwer ist, ja. Und hebt sie dann hoch. 100 Kilo kann der heben. Ich finde die immer noch gut. Hey, du, pack mal mit an. Du. Kerl. War klar. Stolpernd. Das rechte Bein immer noch nachziehend. Ich lache mich tot. Ja, fall nicht über deine eigenen Füße. Du hast vollkommen recht. Ein anständiger Krieger kann auch laufen, wenn er total verletzt ist. Woher willst du das wissen? Du warst noch nie in deinem Leben verletzt, glaube ich. Oh, ich muss außer Hunger kennst du keinen Schmerz. Ja, Hunger ist der schlimmste Schmerz, den es gibt auf der Welt. Hast du noch so eine Wurst? Ja, aber die könnte noch so ein und während ihr redet, erreicht ihr den Berg, der zur Kathedrale hochführt. Da wird es nochmal ein bisschen schwerer. Du siehst so viele Eindrücke und kriegst so viel mit, dass du das alles gar nicht richtig aufnehmen kannst. Siehst du, dass du das Hemd putzt? Komm, reiß doch jetzt mal zusammen. In Ordnung, die Wurst. Steh jetzt! Seht da! Ist. Und ihr seht hoch und seht dort den Abt und die Kleriker des Abtes hinter ihm. Bruder Severus mit einer blanken, gewetzten Axt in der Hand. Und Bruder Lamarck mit einem Verband am Kopf und einer blutbefleckten Bandage. Und Aristarchus neben ihnen. Gegenüber von ihnen Asher Rain, Koske und einige Krieger. Und als ihr näher kommt, seht ihr, dass zwischen ihnen auf dem Boden eine von diesen Gestalten liegt. Die bewegt sich noch. Die Kutte ist blutverschmiert. Und drumherum hat sich schon eine kleine Traube von Leuten gebildet, die ängstlich, dreckig, blutverschmiert, verletzt sind und eingeschüchtert auf diese Sache gucken. Hey du, halt mal! Und irgendeiner von den Bürgern dreht sich ängstlich um und streckt die Hände aus, ohne zu gucken, was da passiert. Der Krieger wälzt sich so ab und geht dann unbekümmert weiter und dieser Bürger knickt ein und vor
Überforderung mit der Situation stark genug wäre, aber was er da sieht, lässt seine Augen groß werden. Und du bist ein bisschen neben der Spur und kannst diese ganzen Eindrücke kaum wahrnehmen. Diese Gestalt, die da in der Mitte ist, wirkt völlig verbrannt, blutverschmiert und einen üblen Sonnenbrand im Gesicht, auf den Armen, überall, die Haut ist schon krebsrot. Und die Menge schaut immer von einem zum anderen. Der Abt mit gebieterischer Stimme ruft. Ach, geh mit diesen verfluchten Ketzern! Nicht die Genugtuung, uns aufgehalten zu haben an diesem gesegneten Tag. Das, was sie versucht haben, hat nicht geklappt und es ändert gar nichts. Wir haben ein wirklich großes Werk zu verbringen. Verehrter Abt, wie können Sie es nicht sehen? Kommt die kratzige, uralte Stimme von Asher Rain, die wie eine Geigenseite surrt. Sehen Sie diesen Mann an. Etwas hat ihn wahnsinnig gemacht. Wahnsinnig. Unreine Geister haben ihn berührt. Und er flüstert auch jetzt noch die Namen, die nicht genannt werden dürfen. Er kennt uns nicht und weiß nicht einmal, warum er gekämpft hat. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Wir können es nur nicht sehen. Aristarchus tritt plötzlich heran, ein gut aussehender Mann in einer grauen Robe, alt, grauer Bart, graue Haare, hebt seine Laserpistole und schießt dem vor sich hin hechelnden Mann in den Kopf. Es knallt laut, als die Energien sich schlagartig entladen und dieser Mann fällt sackt leblos zu Boden. Ketzer! Lauter und klarer, als ihr seine Stimme je gehört habt. Wir harren hier eines göttlichen Wunders, Weib! Eines Wunders, das mir durch die Gnade des Imperators enthüllt ward! Und alle, die sich ihm entgegenstellen, sind Ketzer! Wo stehst du, Weib? Der Schock löst sich einen Moment später und plötzlich haben alle Krieger, inklusive Koske, ihre Waffen gezogen. Genug! Schreit Asher Rain über die Menge. Was tut ihr? Für einen Tag ist genug Blut geflossen. Wir werden gehen. Und ich werde nimmer wiederkehren. Ich sehe jetzt, ich habe mich geirrt. Ich sehe, sie sind verdammt. Und die Krähe sitzt flüsternd auf ihrer Schulter. Sie haben diese Leute in den Untergang geführt. Mein Volk wird sich daran nicht beteiligen. Wer hat wen in den Untergang geführt? Zitternd hebt sie die Hände zum Zeichen des Adlers. In die Luft senkt sie und nickt. Und der Kriegshäuptling hebt sie auf den großen Staubhut. Seine Worte verhallen ungehört. Los! Auch wenn der Hund blutet, steigt Koske auf. Einige Aschlehen sagt etwas, lösen sich auf aus der Menge. Wir sollten nicht so auseinandergehen. Aristarchus hat die Gesicht zum Faust geballt, die Hand um die Laserpistole verkrampft, auch wenn sie auf den Boden zeigt, und funkelt mit zusammengekniffenen Augen diese Frau an. Und wird Faust, wenn man ihn mal braucht. Dann erhebt er ab die Stimme. Eine Kerze leuchtet in die Leere. Auch wenn es Äonen dauern mag,
bis man ihr Licht in der Ferne sieht. Möge dieses Bauwerk nicht nur eine Kerze sein, sondern eine mächtige Sonne, die die äußere Finsternis erleuchtet. Selbst in diesen Zeiten der Prüfungen müssen wir unseren Glauben bewahren. Lasst euch nicht verängstigen, wendet euch nicht ab. Seid die Kerze, seid die Flamme und leuchtet in der Finsternis. Die Hunde, auf denen die Krieger Koska und Asher Rain sitzen, haben sich abgewandt und gehen mit bedächtigen großen Schritten aus der Ortschaft. Das lief ja nicht so gut. Ne? Und ihr steht da. Und noch mit leeren Gesichtern zerstreut sich die Menge. Und der Abtmissionar legt ein, wenn auch vollkommen gekünsteltes, aber beschwichtigendes Gesicht auf und verheißt mit frohen Worten die Hunde des Imperators. Für jede Verletzung wird man euch in dem Leben der Glückseligkeit hundertfach vergelten in Glück und Liebe für den Gottimperator. Tragt die Zeichen und Narben. Tragt sie als das Opfer, was ihr gebracht habt. Der Imperator ist mit euch. Segnet beim Vorbeigehen einige der Leute, die völlig neben der Spur sind. Es gibt zig Tote. Unglaublich viele Verletzte. Ich sag, der Großteil der Gemeinde, es sind so 200 Leute, der Großteil hat es unbeschadet überstanden. Frauen, Kinder, Alte waren großteilig in die Kathedrale geflohen. Da ist keiner reingekommen. Viele haben verteidigt, aber es sind wirklich halt 20, 30 draufgegangen. Und nochmal so viele oder mehr sind verletzt. Die Stimmung ist am Boden. Und dann schaut euch um und seht, dass ihr da steht. Und seht diese Gestalt. Du kannst mittlerweile vielleicht ein bisschen besser reden oder irgendwas, aber du brauchst definitiv noch mehr Wasser. Du kannst dich langsam vielleicht auch, wenn du hingestellt wirst, auf eigenen Beinen halten. Du weißt hier nicht, wo du bist und wo du hingehörst. Und diese Fragen muss dir hier mal schleunigst jemand beantworten. Nefin ist verwundet, auch wenn er durchgebissen hat. Und Kreia muss sich mal versorgen lassen. Ja. Fehler muss mal nachladen. Ja. Dann würde ich an dieser Stelle beenden, der die Zeit uns eingeholt hat. Und fragen, ob ihr glücklich seid. Total. Ich habe echt mal gedacht, wo ist Lord Voss? Danke, dass wir den mal vermisst haben. Ja. Unglaublich, aber wahr. Ich hatte ganz wenig das Gefühl oder die Möglichkeit, ihn auch noch zusätzlich zu den anderen Figuren zu spielen. Das war gut so, weil wir echt mal festgestellt haben, dass er uns fehlt. Also mir hat er gefehlt in manchen Momenten. Ich glaube, er hat seinen Platz irgendwo am Eingang der Kathedrale gefunden, von wo aus er eben mit den anderen Pilgern die Kathedrale verteidigt hat. Das sind tatsächlich einfach sehr einfache Leute und seine befehlsgewohnte Stimme war da bestimmt von Vorteil. Aber das darf er euch nächstes Mal selber sagen, wenn er das Ganze angehört hat, wo er war. Ja, heute haben wir den Großteil tatsächlich an die 2 Stunden damit zugebracht, diesen ziemlich krassen Kampf hinter uns zu bringen. Ich dachte, wir sind so am Arsch. Und ich bin echt verflucht. Seit ich in der Hölle war, bin ich verflucht. Yes. Kopftreffer, nichts passiert. Du hast so einen Clip gehabt. Ich werde am Fuß erwischt und sterbe fast. Wenn ich nicht gerade auf den anderen konzentriert gewesen wäre, als ich das gehört habe, dass du da hängst, wollte ich dich instant töten. Und dann habe ich mir gedacht, also wie gesagt, ich war ja gerade in dem Schuss Vorbereitung für den anderen. Und wie du dann runter bist und den anderen umgebracht hast, habe ich gedacht, hä? Wieso tötet ihr den? Na, lass erst mal leben und konzentriere dich auf die anderen. Aber das war echt. Und genauso, dass Nelfin dich gefunden hat. Ich hätte dich einfach abgeballert. Aha. Ja, so. Dann wäre ich halt nächste Woche nicht mehr gekommen. Okay. Ja, das ist so typisch. Also, Diana wäre da reingegangen, wie der Stündner war es. Also tot.
Es sei denn, ich hätte keine Sekunde drüber nachgedacht. Nilfin hat sie ja fast tot diskutiert. Also. Ja, Nilfin hat es wieder geschafft, das umzubringen, ohne dass das umbringt. Ja. Und dabei noch selber zu sterben. Redeschwall. Hast du die Fähigkeit? Ja. Zurecht. Das passt so gut. Okay, heute gab es wirklich mal im Vergleich zu den ganzen Sessions, die hinter uns liegen, wirklich viel Gewürfel, ja, wirklich schön. Viel Taktieren. War mal was anderes. Ist mal was anderes. Mhm. Weiß ich nicht, wie das Ganze zum Zuhören später ist. Ich glaube, dass das unglaublich gestreckt wirkt. Nö. Aber ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Ich verspreche, nächstes Mal gibt es wieder viel Platz für Atmosphäre und für Interaktion. Denn hier sind einige ungeklärte Fragen im Raum. Nur ganz kurz, wenn jeder von euch sich die Zeit nehmen würde, während ich hier anfange zusammenzupacken, vielleicht, wenn er will, ein kleines Feedback zu geben. Was war cool? Was hätte cooler sein können? Und was war das absolute Highlight? Oder was will noch gesagt werden? Es gibt heute den Redewürfelbecher und du darfst dir aussuchen, wer anfängt. Cool war der Anfang, genauso wie das Ende letztes Mal. Also die Situation war einfach sehr episch. Das war nicht so cool, kann ich gar nicht sagen. Also heute kein negativ konstruktives Feedback. Und mein Highlight war, dass mich dieses Teil, das neben mir explodiert ist, nicht getroffen hat. Gott. Ich habe auch nur gedacht so, ich bin mal froh, du hättest dich bewegt und wärst nach rechts und dann voll rein. Ich habe mir nur danach gedacht so, erst habe ich gedacht, warum bewegt sie sich nicht? Und dann, als er gesagt hat, genau nebendran, habe ich gedacht, oh mein Gott. Sie rollt nach um sich auf den Rücken und sieht sie von oben. Das ist die Granate, die dich getroffen hat. Sag mal. Ja, wunderschön. Oh, alter Falter. Die mich nicht... Ja, in deren Radius du warst. Okay, weiter. Negativkritik habe ich keine oder was zum Anmerken. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über einen unglaublich epischen Einstieg. Also, unglaublich episch. Alter, da war ich gut. Und dass ich einfach nur noch drei Katzer töten durfte. Check. bin gespannt, wie es weitergeht. Oh Gott, und was zu einer Gruppe bin ich eigentlich gelandet? Oh, ja. Oh Gott. Uhrzeitwelt. Unsere Kleidiger. Also heißt, wirst du es hart haben. Wir sind alle sehr... geerdet. Bodenständig. Bodenständig, ja. Oh Gott. Sehr bodenständig. Fand den Anfang. Wir müssen super. Noch viel lernen über das Imperium. Ja, ich sehe schon. Ich fand den Anfang super. Insbesondere, als man das erste Mal die neuen Motorengeräusche gehört hat. Hat Gregor so gut nachgemacht, dass wir sofort an der Motorrad. Dummerweise hat Nilfi mir nicht Ahnung vom Motorräder. Egal, das war so irgendwie sofort klar. Und wie jeder rennt los, hinterher, logisch, dreht die um. Und diesmal habe ich mir gedacht, Trudder! Ja, auf Kurs bleiben. Mein epischster Moment war entsprechend auch endlich, ich glaube zum ersten Mal dieser Session. Zack, Gewehr anlegen, diesen Kopftreffer! Was passiert? Nichts. Ich habe mich so ein bisschen an Junta erinnert gefühlt, ja? Du verteilst, Studenten verteilen Flyer in der Innenstadt. Auswirkungen keine. Kopftreffer, nichts passiert. Runter? Ja. Sehr geiles Spiel. Insofern, immerhin diesmal unter Einsatz von knapp 35 Schuss Munition ist immerhin geschafft, eine Person zu töten und einen Kiefer wegzuschießen. Yeah! Nilfin ist vom Pech verfolgt, wird einen bitterbösen Eintrag in sein Tagebuch schreiben. Ich glaube immer noch, es lag an der Hölle vom ersten Tag, an jeder Mühle. Ich werde du solltest damit beginnen, was Viala geleistet hat. Also, wenn du noch was sagen willst, dann tust du das. Das Schlimme ist, dass die Situation diesmal, also auch wenn ich es noch gar nicht richtig mitbekommen habe, ich befürchte diesmal Viala gar nicht richtig sauer sein kann, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass ich mal wieder die Situation gerettet habe. In diesem Sinne, rede doch mal. Ja, wie immer, mein persönliches Highlight dieses Abends war mein Würfelglück, dass ich es mal wieder geschafft habe, obwohl ich echt nicht viel kann oder nicht mehr kann als die anderen. Guck mal, Stein, zuck. Ja, genau. Großartig. Das sind so einfach so epische Momente, wo du dir denkst, yes, Chaka, die kleine Miana. Wenn du eine Axt werfen würdest, würdest du eine Bodenmine erwischen, ich die glaub, zufällig einen Panzer sprengt, weshalb dann ein Munitionslager losgeht. Großartig, oder?
Ja. Und tatsächlich, man muss dazu sagen, zur Geschichte, als wir das angefangen haben, haben wir ja diese Charakter vorgestellt bekommen und haben die dann gespielt. Und ich war dann am Schluss so ein bisschen der epische Held, weil ich es wirklich geschafft habe, mit kleinsten Sachen irgendwie große Dinge zu. Ich war zum Schluss echt der Held. Und das zieht sich irgendwie durch diese Geschichte. Sekunde, das müssen wir noch ein bisschen ausmachen. Also es war wirklich so quasi böser Endgegner. Jeder von uns, also außer mir, der ich schon halb tot eben in jeder Höllenerfahrung da lag, hat auf den schon dreimal draufgehauen mit quasi null Effekt. Und sie macht so eine super Weitdistanz einmal hin, während der gerade dabei war, alle anderen umzubringen. Zack, bumm, Kopftreffer tot. Das sind so Momente, die einfach episch sind, wo du einfach so gut würfelst und dir denkst so, wow. Und Wo wir gerade einfach kurz davor waren, einfach komplett zu sterben, für alle. Ja. Oh, zack, tot, erledigt. Und das hat sich heute schon wieder bewahrheitet. Fand ich sehr schön. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, waren, wie gesagt, immer diese Wechsel. Also wie gesagt, als ich dich als erstes gesehen habe, mein erster Gedanke töten. Weil da hängt was. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass es gut ist, weil Hexfass und unser erstes Erlebnis war auch mit so einem Psioniker, der uns in die Köpfe gekrabbelt ist. Und mein erster Gedanke war nur, sofort umbringen. Weil bevor es uns in die Köpfe krabbelt, müssen wir es umbringen. Deswegen hat es zeitlich einfach sehr schön gepasst. Ja, schön. Ja. Schade war, dass wir diesen blöden Motorradfahrer nicht rechtzeitig erwischt haben. Mhm. Aber Mai, bringt diese Dame echt. Schön, dass ihr da richtig mitfiebert. Dann sag ich vielleicht noch meine Gedanken zum Ende. Ja, sehr gerne. Ist das meine oder deine? Ich habe keine. Insofern Gregor? Sind es deine? Nee. Also ich hatte die mir am Anfang auch verraten. Das sind Gregors. Ah. Das war sehr schön. Ich habe gefürchtet, also ich hatte wie jedes Mal wirklich gehofft, dass wir weiterkommen würden. Aber es ist klar, dass Kämpfe einfach ein Stück dauern. Wir haben es geschafft zu spielen, das war mir ganz wichtig. Ja. Und ich wollte diesen Kampf nicht weglassen in dem Abenteuer, weil er wirklich mal die Möglichkeit bietet, ein bisschen zu taktieren und ein bisschen das ganze Geschehen zu beeinflussen und vor allem jetzt die Zukunft beeinflusst. Mhm. Es wird einen Unterschied machen, was ihr geleistet habt und was nicht. Mhm. Und es wird etwas ausmachen. Und man kann nicht jedes Abenteuer auf Kämpfe gänzlich verzichten. Ich habe aber gewusst, dass es eine ziemliche Würfelorgie wird. Das fand ich auch schön. War einfach mal was anderes. Ja, genau. Abwechslungsreich. Das finde ich auch wichtig. Ja. Beim Kämpfen vergeht die Zeit wie nirgendwann anders als Spielleiter. Wenn man als Spielleiter mit jeder Aktion immer gefragt ist. Ja. Als Spieler hat man immer mal 5 Aktionen warten, bis man mal wieder dran ist. Aber da geht es auch, finde ich, recht schnell. Am Ende, wenn man so zurückdenkt, was ist heute eigentlich passiert in den letzten 3 Stunden, erscheint es einem gar nicht so viel. Aber da wir immer einen recht detaillierten Stil hatten bis jetzt, war es auch bei den anderen Sessions nicht so. Und da merke ich gar nicht so einen großen Unterschied. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es gut gelaufen ist heute. Dass der ganze Kampf für euch spannend war und passiert ist, so wie er passiert ist. Und jetzt ist es vorbei. Ach, weißt du, was mich total freut? Wenn Lord Voss ihr begegnet. Ja. Mein Güte, wir beide schon. Oh, das wird toll. Also, könnte auch sehr trocken sein, meine ich nur, mit dem Kämpfen. Es könnte auch sehr, sehr regellastig und sehr wenig atmosphärisch sein, wenn man 2 Stunden nur würfelt. Und ich finde, das ist doch ganz gut gelaufen und es war viel Stimmung dabei, was mir gut gefallen hat. Was mir nicht so gut gefallen hat, wenn ich irgendwas sagen sollte hier in diese Richtung, dann wäre es auf jeden Fall, ich würde gerne länger mit euch spielen oder früher anfangen. Ja. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal ja, dass wir uns noch ein bisschen früher treffen, dass wir wirklich die Leute versammelt haben und dann vielleicht eine Stunde früher anfangen können. Das wäre noch schön. Mein Highlight, ich bin ein bisschen abgewichen von diesem Abenteuer, weil da ein paar Sachen wollte ich reinhaben, die ich cool fand. Und das Abenteuer ist da ein bisschen flach an der Stelle und ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen an der ganzen Szene, die wir heute hatten. Und die haben einfach gut geklappt, aber es war am Ende ein bisschen härter, als es dieses Abenteuer will. Und ihr habt es sehr moderat gelöst, weil ihr an den richtigen Stellen manche richtige, wichtige Entscheidungen getroffen habt. Und das, obwohl ich es härter gemacht habe. Und obwohl ich euch richtig eigentlich fieses Zeug um die Ohren geschmissen habe. Also ich habe übrigens am Anfang gedacht, das überleben wir nicht. Ja. Mein erster Gedanke war Flucht. Wir alle haben am Anfang gedacht so, ich habe auch 8 Runden lang es nicht hingekriegt, das Maschinengewehr zu reparieren. Das war super. Also, ein Glück. Das war ja super gut. Das
normaler ballistische Fertigkeitswurf für notwendig. Ja, und manche Highlights haben einfach gut geklappt. Hätte der Typ das in die Kathedrale geschafft, hätte ich jetzt sehr, sehr viel improvisieren müssen, der mit dem Sprengsatz. Aber da hast du das Richtige gemacht, hast lang genug gezielt und hast ihn einfach rausgeschossen. Dafür ist ein Jagdgewehr da. Ja, und ich dachte mir, das ist ja auch genau mein Job. Ich bin ja genau der, der guckt, wo ist das Potenzial, wo ist der gefährlichste und die dann ausschalten. Oder der Nilfin, der separiert ist und dann mit der falschen Entscheidung ist der tot. Ja. Dann muss ich wieder einen Charakter bauen mit ihm. Mhm. Stattdessen macht er eine Entscheidung, wie er sich einen taktischen Vorteil verschafft und es klappt genau gerade. Fand ich auch gut, ja, es sind viele Leute draufgegangen, die Verluste sind groß, aber ihr habt als die Laien, die ihr eigentlich seid, ganz gute Arbeit gemacht und das freut mich richtig. Ich sehe richtig, dass ihr im Vergleich zur Mühle damals bis heute schon eine Entwicklung durch habt. Und das ist cool. Ich bin zufrieden und ich hoffe, dass wir es nächste Woche wieder schaffen. Mindestens eine Session nächste Woche. Ja. Die Mühle war schon, also wenn ich überlege, wir wirklich einmal anders gewürfelt, wir wären so aus dem Toast gewesen. Okay, will noch irgendjemand was sagen? Dann beende ich gleich die Aufnahme. Achso, sind wir noch dran. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön. Wie immer war es sehr schön. Okay, tschüss Internet.